Oh ja, sehr Im gut. Übrigen, ich starte jetzt die neue Aufzeichnung. Nochmal Hallo am Nachmittag für alle neu Zugeschalteten. Der Raum füllt sich langsam, aber sicher weiter. Wollen doch mal hoffen, ob wir der Statistik hier ein Schnippchen schlagen können. Und wie heute Morgen schon angedeutet, oder heute Mittag vielmehr, ist am Nachmittag meistens weniger los als am Vormittag. Aber ja, die Teilnehmer kommen weiter rein. Ich denke, wir sind guter Dinge, dass es doch mal diesmal vielleicht eine Umkehr gibt. Soundcheck haben wir gemacht, Bild ist da. Jay ruft nach seinem Bildschirm. Insofern würde ich das gleich mal rüber transportieren. Wie gesagt, EZB, Euro, US-Dollar aktuell hier in einer sehr, sehr engen Range. Immer noch, wenn die PK jetzt 14:30 anfängt, hier im Newsflow zu sehen, dann werden wir sehen, was daraus kommt oder was wir dann hier erwarten dürfen, ob da eine Überraschung kommt. Vielleicht kann Jay uns dann auch nochmal seine Einschätzung zum Euro generell geben, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass wir hier mit Sicherheit, jetzt gebe ich dir mal langsam alles weiter, noch ein paar Überraschungen erleben werden. So, jetzt müsste das Bild auch vom Jay zu sehen sein. Das ist super. Ich gucke mal, ob ich den Chat wieder raussondiert bekomme. Ja. Chat polls questions. Questions will ich, ja, questions war es. Genau. Dann kann ich nämlich sehen, wer Fragen hat. Während du das checkst, Andreas, wie gesagt, ich habe den Andreas, wie Link gesagt, vorhin ich habe den gepostet. vorhin gepostet. Ich kann dir das auch gerne nochmal in den Chat stellen, den Link auf jeden Fall. Ist wie gesagt eine 14-tägige Testversion möglich. Einfach mal anschauen, ob man das taugt. Ansonsten ist das eine Lizenzgebühr, die jährlich fällig wird, wenn man dann je nach Setup hier im Prinzip. Dein Bild ist zu sehen, Jay, wunderbar. Der steht wieder. Je nach Setup gibt es ja eben eine Gold, Silber und noch eine andere Version mit immer mehr umfangreicheren Tools. Aber den Link, Andreas, kann ich gerne nochmal reinstellen, wenn du dir das nochmal anschauen willst. Aber ich selbst, wie gesagt, werde nahezu täglich die interessantesten Signale auf meinem Desktop oder auf unserem JFD-YouTube-Channel aus. Gut, Jay, also wie gesagt, Euro-US-Dollar rangig unterwegs. Auch alle Währungspaare nach deinem Währungsstärke-Indikator. Das ist auch immer sehr, sehr schön zu sehen, wo hier eben Movement aufkommt. Und man sieht, die laufen alle irgendwo mehr oder weniger horizontal. Also bis auf den kanadischen Dollar, der jetzt wieder ein Stück zurückgekommen ist und das Pfund wieder ein Stück weit sich gemittelt hat. Alles eine Seitwärtsphase, wo man einfach weiß, okay, hier ist jetzt irgendwo mal gar nichts zu holen und eine gewisse Zurückhaltung gebietet sich. Man muss ja auch wissen, da will ich kurz mal anknüpfen noch bei dem, wo wir letztens, sage ich schon, vorhin aufgehört haben. Es geht nicht darum, jeden Tag 10 Trades abzufeuern oder 50 oder was weiß ich wie viele. Es gibt Scalper, die machen das. Ob die langfristig erfolgreich sind, muss man auch erstmal abwägen, weil viele Trades kosten viel Commission. Die Handelsgebühr muss man auch erstmal verdienen. Und gerade im kurzfristigen Bereich nimmt man eben auch keine Big Movements mit, sondern eben viel mehr kleine Sachen. Das gilt es alles zu berücksichtigen. Aber im Grunde genommen muss man eben auch hier auf die Chance lauern. Was Jay sagte im Sinne des Jäger, der sich hier in die Lauer legt und natürlich auch nicht jedes Mal bei jedem Schuss trifft, ist es aber dennoch so, er kann seine Beute einfahren, wenn er da konsequent dranbleibt. Und das fand ich übrigens ein sehr, sehr geiler Vergleich, Jay. Und insofern will ich dir jetzt erstmal das Wort wieder übergeben, bevor ich dann wieder anfange, hier eine halbe Stunde zu füllen. Du hast den Vormittag, wie gesagt, sensationell gemacht. Das Feedback war super und jetzt freuen wir uns mal auf den Nachmittag. Wir können heute allerdings nur bis 16:15 etwa machen, weil dann, wie gesagt, noch andere Events anstehen. Insofern haben wir jetzt gute 2 Stunden, die wir auf jeden Fall gut füllen werden. Das Opening des US-Marktes nehmen wir auch mit. Und dann werden wir mal sehen, was Jay uns hier sozusagen noch vermitteln kann. Also, das Wort gehört dir, Jay. Ich ziehe mich erstmal nur mündlich zurück, bin aber natürlich dabei, wenn es Fragen gibt oder streue auch mal was ein. Ansonsten die Bälle spielen wir uns weiterhin hin und her. Ja, und auf jeden Fall unterbrich mich auch bitte. Das ist ja schon wichtig. Ich wollte einmal gucken, ob die Webcam funktioniert, damit ich mich mal kurz zeigen kann. Oh, du Killer, Aber da bist du zu sehen. Meine Güte, Jay, das ist natürlich mal wieder ein ganz starkes ich sehe Spiel. dich nicht, aber du siehst mich. Ah doch, jetzt sehe ich mich. So, dann sage ich Oh. mal in die Kamera. Hallo, liebe Trader, Traderin. Ich bin der Jay. Nett, euch mal zu sehen. Und also ihr seht mich, ich euch nicht. Aber vielleicht in Zukunft wollte einfach mal mein Gesicht zeigen. So sieht es hier aus. In einem kleinen Hedgefonds. Vielleicht auch groß, who knows. Irrelevant, wie viel Geld ich mache. Es geht in der Ausbildung darum, wie viel Geld macht ihr. Und das ist nochmal das Wichtige an einem Mentorship. Wenn ich also jemanden von der Uni bekommen habe, in die Bank und wir bilden die aus, dann Junior Traders kosten immer Zeit. Ja? In der Zeit handelst du als Senior Trader nicht selber, die Zeit geht dir weg. Und deshalb ist das ein sehr unbeliebter Job, Leute auszubilden. Auf der anderen Seite, du brauchst selber immer wieder Nachwuchs bei dir am Tisch, dass es halt weitergeht. Hey! Herrlich! Super! Servus, Chris! München, Bad Homburg, I love it. Sehr schön, super. Aber ich höre dich nicht, Chris. Warum höre ich dich nicht?
Ah, da war ein kleiner Button-Fehler bei der Kamera. Jetzt müsstest du mich hören. Super, wir sehen uns. Ja, schön. Also Super, hier, sag sehr ich mal, schön. ich mache mal eine kleine Rundschau. Trading Session, hier geht's ab. Nice. Ja, und hier hinten, da hängt das Gold, ne? Da wisst ihr Bescheid. So soll es sein. Nein, Spaß beiseite. Oh, das sind, ist interessant, das sind Währungen in Goldscheine gemünzt. Also so Toll. Platte, gepresste Platten gibt es nicht mehr. Gab es 2004 oder dreimal, und da musste ich direkt zuschlagen. Das sind, da ist noch die DDR-Mark dabei, da ist auch noch, was ist noch dabei? Also ein paar historische Währungen auf jeden Fall. Ganz nett anzusehen und bringt mich immer wieder in den Kontext der Währungen. Ja? Also das ist natürlich auch das A und O. Entschuldigt bitte, dass ich keine Krawatte umgelegt habe. Bin heute ein bisschen im Dark-Modus und Jay im White Label. Das ist natürlich wirklich eine schöne Sache. Wir haben uns nicht abgesprochen an dieser Stelle und die Kameraaktion jetzt aber auch nicht ganz ohne, aber letztlich eine geile Action. Okay, alright. Ist doch schön. Ist doch einfach besser, wenn man zur Stimme auch mal ein Gesicht hat. Das stimmt. Und ihr seht, froh Natur, ein bisschen in Deutschland geboren, aufgewachsen, ein bisschen in Amerika gelebt. Ja. Eben war ein guter Einwand, weil du auch sagtest gerade, Chris, bezüglich der Währungen. Ja. Es gibt im Grunde vier Märkte, auf die wir ein Auge werfen. Sind klar die Aktien, da sind unheimlich viele Leute sind in den Aktienmärkten. Ja. Dann gibt es die Rohstoffmärkte. Dann gibt es die Rentenmärkte, also die Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen, und dann gibt es halt die Währungen. Und im Währungsmarkt kommen wir alle zusammen. Wenn du also den Währungsmarkt beherrschst, lesen lernst, wie ein Buch, ich habe heute Vormittag von einer Story gesprochen, ja, wie wir die Story verfolgen, dann ist es so, im Währungsmarkt trifft sich der Weltwirtschaftshandel. Da werden eben Rohstoffe gekauft und verkauft. Und ich habe von dieser Analogie gesprochen. Vielleicht ist der US-Dollar bildlich vergleichbar mit einer Aktie auf die Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn diese Aktie steigt, will ich den Dollar-Long sein. Deshalb habe ich heute Morgen gesagt, wir sind Währungshändler, nicht Währungspaarhändler. Währungspaare sind uns nicht so wichtig. Ich kann nämlich den US-Dollar die Stärke kaufen, indem ich mir die schwächste Währung im jeweiligen Umfeld aussuche. Und dann habe ich quasi wie ein Hedgefonds. Ein Hedgefonds agiert dahingehend, dass er long ist, also darauf spekuliert, dass eine gewisse Anlage steigt im Wert, und dagegen aber eine andere, die relativ dazu erwartet wird, dass sie im Wert fällt, verkauft, also auf fallende Kurse spekuliert. Und der Währungsmarkt bietet dir als Anfänger oder fortgeschrittener Trader sofort einen Markt, in dem du quasi eine doppelte Chance hast, dass dein Trade Geld verdient. Weil manchmal reicht es, dass allein, wenn wir jetzt sagen wir mal Euro-Dollar-Short, dass die Dollarstärke dich bis in dein Ziel rettet. Manchmal ist es aber nur die extreme Euro-Schwäche, die dich in dein Ziel rettet. Und manchmal ist es genau so, wie du erwartet hast. Wir haben dieses Haifischmaul oder Alligatormaul, das geht auseinander. Ja? Euro gegen Dollar, die Kurven laufen auseinander und dann hast du den Turbo an sozusagen, dass du immer die relativ stärkste gegen die relativ schwächste Währung spielst. Das erhöht deine Wahrscheinlichkeit ungemein. Wenn wir jetzt gleich den Bildschirm uns wieder ansehen und dann die Indikatoren erstmal zu schauen, wo stehen wir, wo sind wir, dann seht ihr, dass es unheimlich sinnvoll ist, so zu agieren. Im zweiten Schritt ist dann eben, sich kurz zu schauen, was ist fundamental an News, wie ist Risk-on oder Risk-off, wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Und das dritte ist dann in den Chart zu gehen und den Chart technisch zu analysieren, alles kein Hexenwerk, und dann eben dein Risikomanagement einzusetzen und deinen Plan umzusetzen. Ja? Am Ende des Tages ist es keine Hexerei. Es ist nur so, dass der gesamte Prozess eigentlich im Grunde nicht so sauber ausgebildet wird, den du immer und immer wieder vom Prozess her dann sauber abspielst. Ich hätte ja auch die Aktienmärkte nehmen können, um Menschen diese Fähigkeit nahezulegen, wie du aus Geld mehr Geld machst. Oder ich hätte die Rohstoffmärkte nehmen können. Nein, ich habe bewusst die Währungsmärkte genommen, weil sie eben noch ein sogenannter Over-the-Counter-Markt sind, ein Interbankenmarkt. Und weil eben hier zwei, drei große Banken für eine sogenannte Kampagne unter der Woche eine Währung, bitte das Wort jetzt nicht missverstehen, manipulieren können. Wenn ihr euch an heute Vormittag erinnert, es geht immer darum, dass der Markt Fair Value sucht und von Value, Fair Value zu Fair Value marschiert und dabei immer die Extrempunkte austestet. Bei den Extrempunkten sind passive Verkäufer oder passive Käufer. Ja? Und das sind quasi die Banken. Weil da können wir die Kundenorders am effektivsten, weil Kundenorders sind riesig groß, umsetzen und in den Markt bringen. Und es ist so, dass wir den technischen Analysten, dass wir dem Markt erstmal ein Bild präsentieren müssen von einem steigenden Markt, der aber in Wirklichkeit
fallen wird oder soll. Bitte nicht überbewerten die Worte. Ich drücke es extra so überkandidelt aus, damit ihr es euch bildlich vorstellen könnt. Ihr müsst tatsächlich glauben, dass ein Bullenmarkt, ein Markt, der steigt, damit wir dann in die entgegengesetzte Richtung laufen können. Das sind die Kundenorder, da geht der Markt eigentlich hin. Und dieses Lesen lernen, ja, das ist eben das, was der Chris oder ich ausbilden können. Ja. Da geht es darum, aha, hier ist eigentlich die Intention, die Kampagne, die geht in die und die Richtung. Also kann ich sogenannte Retracements oder Gegenbewegungen nutzen, um in dieselbe Richtung einzusteigen wie die Big Boys. Okay, now back to the ECB. Ja. Das Ding jetzt wieder aus. Also ich wollte nur kurz Hallo sagen. Chris, ja, eine geile Sache, Jay. Ich muss an der Sache, die Spontanität deinerseits bricht schon mal hier wieder alle Bretter. Das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich in der Cam dazu geschaltet haben. Ich meine, ich habe hier täglich, weiß ich nicht, 2-3 Telefonkonferenzen Minimum, wo wir praktisch hier per Face-Check da agieren. Aber insofern, das mit dem Webinar mal zu kombinieren, war eine geile Geschichte, Jay. Insofern auch hier eine Premiere, was das angeht. Wenn ich sowieso die ganze Zeit quatsche, dann dürfen die Teilnehmer uns hoffentlich auch mal sehen. Schade, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir euch sehen können. Ich wollte einfach Hallo sagen. Also, back to the charts. Chris, mach's gut, bis gleich. Bis gleich. Ich muss mal gucken, jetzt mache ich so wieder aus. Okay, die geht nicht mehr aus, Jay. Die bleibt jetzt an, die Kamera. Super. siehst du jetzt wieder meinen Screen oder was? Der ist unverändert zu sehen. Wunderbar. Alles. Also ich sehe immer noch dein Bootssteg, was tiefenentspannt ist. Ich kann euch ja dann mal auch mal mein tiefenentspanntes Bild zeigen. Das wird der eine oder andere vielleicht auch schon kennen ohnehin. Ist auch ein nicely pick. Neben den Steinen im Wasser ist es auch was anderes. Aber irgendwie sind wir dazu geneigt, dann auch immer solche Bilder da abzufahren. Ja, ja, ich liebe das. Ich war ja mal in der Burnout-Klinik und die war so ähnlich am Chiemsee. Das war wunderschön. Übrigens nicht ungewöhnlich für Investmentbanker, da mal aufzuschlagen im Laufe ihres Lebens. Deshalb konnte ich allerdings mein Trading auch so gut verbessern, weil die Ärzte dort mit mir tatsächlich an Trading-Psychologie auch gearbeitet haben. Wow, das ist ja mal ein absoluter Insider. Das ist ja auch mal ein Brett, was du hier gerade raushaust. Also tatsächlich, du warst da sozusagen, jetzt blinkert das Bild übrigens. Siehst du das auch wieder, Jay? Das flackert. Ich sehe nicht, welches Bild ich habe. Ich weiß nicht, warum ich das nicht sehe. Achso, ich könnte mich auf dem Laptop mal in unser Seminar einloggen. Nee, das brauchst du gar nicht. Du musst auf dem rechten Panel, kannst du Bildschirmübertragung, also praktisch, Moment, wie heißt das jetzt? Ich sehe es nicht, weil ich nicht Moderator bin, aber du kannst sozusagen Bildschirmansicht oder so, dann siehst du genau das Bild, was die Teilnehmer sehen, kannst du dir anzeigen lassen. Rechts in dem großen Panel, wo du auch die Kamera ein- und ausschalten kannst, das Mikrofon ein- und ausschalten kannst, da hast du eigentlich die Option, dass du auch die Bildschirmübertragung, oh, der kanadische Dollar knickt gerade weg. So, Moment, jetzt bist du raus, jetzt bist du wieder da. Aber oben gibt es dann so einen Punkt. Also ich habe auch Drawing Tools. Okay, nächstes Mal wird es alles besser laufen. Ich sehe es jetzt im Moment nicht. Kommen wir jetzt mal zum Markt. Richtig. Wir hatten jetzt gerade Jobless Claims. Ich mache mal den Squawk an, dass ihr es mal hören könnt, wie sowas läuft. Geil, das hören, das ist auch stark, ja. Ich mache es gleich dann wieder aus. Also, wichtig, die Daten, die jetzt gerade reingekommen sind und danach die Reaktion. Also, Jobless Claims sehe ich schon. Wir sind reingekommen mit 234.000, erwartet 254.000. Wenn ihr dann hier sowas nehmt, dann seht ihr das alles live, ja. Canadian Manufacturing kam besser rein, interessant. Und dazu eben, da hilft unser Indikator wunderbar, können wir dann eben sehen, wie ist die Reaktion. Ja? Wir sehen also, oh interessant, kanadischer Dollar schwächelt eigentlich hier, aber der US-Dollar aufgrund von den Fundamentalzahlen zieht ein bisschen an. Ja? Übrigens, Gemach, es gibt jetzt keine Hektik. Du kannst jetzt ein Breakout-Trader sein, dann bist du hochaggressiv. Ich persönlich bin immer dafür, die Retracements abzuwarten. Jetzt hörst du. So, jetzt mache ich mal kurz aus. Ich wollte es euch nur kurz zeigen. Das ist eine Firma, wenn ich das kurz erkläre. Chris, soll ich das mal kurz erklären? Viele kennen das ja nicht. Rand Squawk, also es war so, wir arbeiten viel mit Bloomberg zusammen. Hört ihr mich noch?
Absolut, Jay. Squawkbox, also, okay, kannst du alles ran. Ich mache dann übrigens nochmal, wenn wir hier durch sind, linke ich auch mal oder verlinke mal die Insider, ach Insider, das erzähle ich jetzt, den EZB-Link zu Draghi, der spricht nämlich jetzt schon und fängt an zu sprechen. Euro geht schon ja, ein gut, Stück weit zurück. dann müssen wir jetzt zu Draghi umschalten. Eine Sekunde, das ist dann wichtiger. Dann erkläre ich das hier gleich ein andermal. Das Bild blinkt übrigens auch wieder wie verrückt. Das bekommen wir gerade rein von den Zuschauern. Ich weiß nicht, was da abläuft. Also was ich jetzt mal mache, ich share euch mal den Link zur Live-Conference von Draghi. Ihr könnt da, glaube ich, auch Deutsch einstellen, sodass das Ding automatisch übersetzt wird. Das ist der... Oh, Dollar reagiert wie die Sau. Super. Ja, genau. Gibt schöne Bewegung. Aber dein Bildschirm ist ähnlich wie ein Stroboskop. Wie heißt das jetzt? Stroboskop? Auf jeden Fall Ja, blitzlicht ich nehme halt. es wieder raus. Vielleicht liegt es auch daran. Das ist jetzt eine Stunde. Wir können es mal umschalten auf... Jetzt ist es aber fix. Das sieht jetzt gut aus. Jetzt ist es wirklich really... passt aber. Es ist jetzt ja, ruhig. 60 Einheiten, 60 mal eine Minute. Okay, wir können es auch so lassen. Wir sehen halt hier, US-Dollar gewinnt an Stärke, japanischer Yen verliert. Ja? Das sind also Paare, die wir uns angucken könnten. Nur, ich rate davon ab, während der Konferenz zu traden. Die würde ich jetzt im Seminar ein bisschen besser und ausführlicher erklären. Wir bei der Bank entziehen Liquidität. Wir nehmen unsere Limit Orders raus und setzen die Limit Orders an sehr, sehr hohen anderen Niveaus wieder rein. Wenn einer in Anführungszeichen so doof ist, da jetzt zu handeln, Entschuldigung, ich meine keine Beleidigung, also ihr seid ja auch nicht angesprochen, dann ist es so, dass wir wo wir halt ein unfaires Hoch oder ein unfaires Tief sehen, da verkaufen oder kaufen wir dann. Da legen wir erst unsere Limits wieder rein. Ja, wir sind passive Käufer oder Verkäufer als Institutionelle. Wir nutzen während einer Pressekonferenz auf keinen Fall Market Orders, weil die sogenannte Slippage viel, viel zu hoch ist. Ja, und wir können das jetzt hier mal sehen und beobachten, wie der Euro-Dollar hier reagiert während der Pressekonferenz. Und meinen Tradern in Anführungszeichen verbiete ich hier zu handeln. Hier hat keiner etwas zu handeln. Das ist Unsinn. Ja? Aber wir halten es jetzt mal mit auf dem Radar. Vor allen Dingen möchte ich kurz mithören. Ich weiß aber nicht, ob das für euch dann nervt oder nicht. Chris, das musst du mal sagen. Ich schalte nochmal kurz den Draghi ein. Ja, ich habe den Link auch geteilt. Ihr könnt das übrigens auch auf Deutsch einstellen. Das ist eine Simultanübersetzung, also ziemlich geil. Das gab es jetzt, ich glaube, beim letzten Mal, das ist jetzt eine Neuerung im Januar, auf jeden Fall gab es das bis zuletzt nicht. Ziemlich witziges Feature. Das heißt, ihr kriegt simultan den Draghi gleich übersetzt, für die, die das Englisch jetzt nicht so intravenös aufgesogen haben. Könntest du das dann auf jeden Fall live verfolgen. Dann mach du das doch und ich mache auf dem Laptop, mache ich meinen Channel an, ja. Und ich zeige euch eine Sache, die ist umsonst. Und zwar ist das Forex Live, wer es nicht kennt. Geht auf Forex Live und dann könnt ihr zumindest, die Jungs haben schon was drauf hier, könnt ihr zumindest einen Tick zeitverzögert die News mitbekommen. Oder ihr geht auf, ich muss kurz gucken, wie es heißt, Financial Juice. Wir suchen es mal, Financial Juice. Die sind 10 Minuten zeitverzögert. Ja. Die sind auch sehr, sehr gut. Jay? Ja. Alles auf Englisch, aber ihr, oder JFD hat es wahrscheinlich auch. Chris, Jay, Moment, ne? Moment. Jay, es flackert schon wieder wie wild und ich stelle euch auch mal was Interessantes rein. Ihr wisst ja, dass ich früher bei Godmode Trader viel gemacht habe, jetzt mit JFD natürlich da auch immer noch mit dem Devisenradar am Start bin. Was wir hier, oder besser gesagt, was Börse Go, das ist ja die AG, die hinter praktisch Godmode Trader steht, die haben ja Guidance entwickelt oder jetzt dann auch Guidance News. Früher hieß es Yandaya. Ich stelle euch den Link rein, Jungs, und ihr kriegt es im Prinzip mit einem gewissen Gap. Aber selbst die Arbeitsmarktdaten 14:30, 30 Sekunden später lest ihr die dort. Genauso ist ja Twitter mittlerweile schon fast Bloomberg confirmed. Das heißt, wenn die Nachrichten rauskommen, also wenn sie in Bloomberg stehen, stehen sie auf jeden Fall auch schon in Twitter. Das heißt also, ihr habt heute wirklich Zugänge zum Markt und zu den News und auch von den Seiten, wo Jay gerade gezeigt hat. Das ist unglaublich. Das war vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht vorstellbar. Aber wir sind mittlerweile auf einem Level, wo man wirklich sagen kann, man hat im Prinzip wirklich Möglichkeiten, eben auf einem sehr professionellen Level sowohl News einzufahren, als auch hier zum Beispiel zu traden. Ihr seht es, wie der Euro erst oder hier schnippt. Tatsache ist auch, wir haben hier Spread-Vergleiche, also JFD Brokers, direkt mit anderen Brokern zu den Non-Farm-Payrolls, zu dem EZB-Event, zum FED-Event. Und ihr werdet das vom Jens Glatt auch schon mal präsentiert bekommen haben. Wir haben auch hier also
ich will nicht sagen, wir sind stets unter den Top 3, aber wir sind meistens unter einer der ersten, da wir hier die geringste Spread-Ausdehnung haben. Warum? Weil wir auch einen der größten Liquiditätspools haben, die dann wiederum in Sachen der Spread-Ausdehnung auch hier natürlich eine Preisfindung oder eine Preisfindung zulässt, die den Spread auch nicht so aufreißt wie bei anderen Brokern, Schrägstrich bei Brokern, die Market-Making betreiben. Und wir hatten schon Differenzen, während der Real-Spread aus dem Interbankenmarkt bei 6, 7, 8 Pips lag, hatten Kollegen 25, 30 Pips. Und das war nicht marktreal, was da ablief. Insofern, liebe Leute, neben dem, dass man sich hier im 1-Minuten-Chart bei News eben durchaus raushalten sollte, was Jay richtigerweise sagt, das große Geld wartet erstmal ab und sucht Levels, wo es dann gute Chancen gibt, ohne hier wild rumzuspekulieren. Muss man natürlich auch sagen, dass es eben gerade hier dann auch den Unterschied macht, wo man und wie man ausgeführt wird. Ne? Also immer wieder dasselbe, Jungs, ihr müsst da einfach mal prüfen. Jay hat hier auch den Demo-Account von JFD Brokers ja hier schon am Start. Ich schicke euch nochmal den Link rein. Die Preise, die ihr da seht, sind gespiegelt von unseren Live-Surfern. Das heißt, da ist auch 1:1 alles adaptierbar. Und hier nochmal der Tipp, wenn ihr noch eh nicht schon bei uns seid, dann gibt es nur eins, auf Herz und Nieren prüfen und dann mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ihr solltet langfristig immer auch darüber nachdenken, wer euch ausführt, wie ihr ausgeführt werdet. Ja? Ist es ein Market Maker? Oder es gibt die unglaublichsten Algorithmen, die die Kunden lesen. Und teilweise weiß so ein Algorithmus nach 2, 3 Monaten Kundenaktivität, wie der Trader zu gewissen Situationen reagieren wird. Wird er Einzahlung machen, Auszahlung? Genau solche Tools gibt es. Könnt ihr euch vorstellen, im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist das sicherlich nicht weit hergeholt. Und das muss man sich natürlich vor Augen führen, dass es tatsächlich sowas gibt. Und da lebt eine ganze Industrie von. Euro-US-Dollar jetzt unter das Vortag ist tief gefallen. Auch unter den Open Price. Das ist interessant. Also Open Price sehen wir hier in der Nacht. Bei Jay gerade in der Darstellung schön, dass wir unter den Eröffnungspreis mit Beginn des neuen Tages gefallen sind, das Vortagestief unterschritten haben. Euro-US-Dollar jetzt 61 Pips Range und es geht weiter nach unten, 74 Pips. Sicherlich hätte sich ein Short Trade jetzt ausgezahlt, zumal ich sagen muss, der Spread ist immer noch im Bereich 0,1, 0,2, 0,3. Das heißt, wir sind hier sehr gut am Start. Keine Ausdehnung, also enges Pricing. Gute Liquidität im Markt und Jay hat hier schon ein schönes Level identifiziert, wo du vielleicht auf einen Long spekulieren könntest. Jay, oder was siehst du davor? Ja, ist jetzt für mich auch anstrengend, weil ich den Draghi im linken Ohr habe. Habe hier auch versucht zuzuhören. Aber du bist ein Killer. Du bist ein Killer. Multitasking. Als ich bei der Bank angefangen habe, habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig. Wie kann man alles gleichzeitig machen? Aber das lernst du recht schnell. Ja. Er hat also gerade gesagt, dass die Inflation durch den höheren Ölpreis kommen kann. Ja? Im Moment technisch sehe ich den Ölpreis gar nicht höher. Das ist hochinteressant. Ja? Da siehst du wieder dieses Zusammenspiel. Rohstoffe, Währung, ja? Inflation, Zinsen. Wenn ihr eine Sache euch heute merkt von diesem Tag, dann ist es Inflation und Zinsen muss euer Mantra sein. Das ist das Einzige. Zinsen sind der Preis für Geld. Wenn dein iPhone 800 Euro kostet, was kostet eigentlich Geld? Und Geld kostet 0,3 Basispunkte, zumindest für die Bundesrepublik Deutschland, für 10 Jahre sich zu leihen. Ja? Hier ist die nächste Decision und das ist eigentlich, ja, hier ist ein bisschen Liquidität, erwarte ich hier drunter. Und wir haben hier ein Monthly Pivot, Weekly Pivot, Daily Pivot. Wir haben Fair Value gestern. Gestern sage ich schon 1, 2, 3, vor 3 Tagen, Montag, also das ist hochinteressant. Weiterer Decision Point ist dann hier drunter. Ja. Was ich eigentlich erwarte ist, wenn diese Geschichte hier bricht, dann haben wir nach hier oben ganz, ganz dünnes Polster nur von Liquidität. Das ist eigentlich hochspannend, wenn wir in von dieser Area durchschießen bis in diese Area, wenn es so kommen sollte, wenn oder könnte es. Ein reines Szenario-Building nennen wir das. Ja? Wenn, dann. Wir sagen immer, wenn, dann erwarte ich das. Wenn das und das passiert, erwarte ich das und das. Aber im Moment können wir gar nichts handeln, weil er spricht. Solange er spricht, können wir nichts machen. Ich höre ihn jetzt. Chris, ich weiß nicht, ob du ihn hörst. HB hat uns den Link reingestellt. Negativ. Ich habe den Link auch in den Chat gestellt. Eigentlich müssten alle Leute auch den EZB-Link genauso haben, von der EZB-Seite direkt, wo man auch den deutschen Ton einstellen kann. Aber deinen Ton höre ich nicht. Das ist nicht... Nein, ich habe das jetzt so gemacht, dass es nicht alle nervt. Ich habe ihn im linken Ohr und höre ihn. Was halt interessant ist,
Du kannst dir jeden Chart, wenn du einmal liest, lesen, lernen, anschauen. Ja? Und hier sehen wir, hier war hohes Volumen, Effort und Result waren fallende Preise. Das heißt, hier oben ist erstmal Finished Business. Er redet davon von höheren Ölpreisen, die ich jetzt ad hoc erstmal nicht sehe. Ja? Also 54 and higher ist eine Rejection Area eher. So, jetzt kommt die Q&A. Jetzt wird's. Ich hoffe, ihr hört es alle. Jetzt wird es spannend. Da kann der Markt ausflippen manchmal, je nachdem, was gesagt wird. Also, wir halten fest, bisher haben sie nichts geändert an den Zinsen, was klar war, und nichts Neues erzählt. Die dürfen immer zwei Fragen stellen. Erste Frage ist, wir nennen das Tapering, würdet ihr weniger machen an quantitativem Easing? Zweite geht um Donald Trump und den sogenannten Currency War, gegenseitiges Abwerten. Wer hat die billigstere Währung? Ja? So, jetzt kommt er. Zu früh irgendwas über Trump zu sagen, sagt er. Okay, die G20 haben sich darauf geeinigt, eben nicht im Wettstreit miteinander ihre Währungen abzuwerten. Können wir gleich darauf eingehen? Ich schreibe es mir auf. Währungen abwerten importiert Inflation. Wichtiger Punkt. Okay, wenn die Inflation über 2% schießt, wie lange würde die EZB die Füße stillhalten, bis sie die Zinsen erhöht? Zweite Frage, Hard Brexit und die Rede von Dienstag von Frau May. Und was bedeutet das für europäisches Wachstum? Es geht immer um Wachstum. Wachstum und Preisstabilität. Wachstum, Preisstabilität. In jedem Fall ein schöner Test des Levels. Ne? Kommt schon mal rein. An einem Level, den wir vorher identifiziert haben. Exakt. Nicht, dass wir den eben reingemalt haben, sondern vorher. Das sagte ich ja heute Vormittag. Du kannst alles vorher wissen. Und dafür muss man auch wieder sagen, ist der Preisschart das A und O, an dem wir uns sozusagen hier in Sachen der Action oder Angebot-Nachfrage-Prinzip letztlich nach einer Währung hier schön orientieren können und im Währungspaarverhältnis eben hier immer das schöne Matchup. Das war auch eine schöne Beschreibung, dass es immer zwei Chancen gibt bei Währungen. Und jetzt sehen wir eben einen extrem schwachen Euro und einen Dollar, der auch jetzt nicht so brüllig daherkommt. Das sieht man im Neuseeland-Dollar. Der hält sich nämlich relativ stabil, also der Euro ist hier, super, das stimmt. Der hält sich echt stabil, also der Euro ist halt jetzt hier richtig unter Beschuss geraten, aber man sieht ja hier schon vom Retracement-Level ein Movement nach oben.
Also der Kiwi, Neuseeland-Dollar, US-Dollar als solches, Neuseeland-Dollar selbst hier ganz oben zu sehen. Sehr, sehr schön. So, also was ich immer sage meistens oder eine Viertelstunde vor den News oder ich glaube, du hast auch genauso in deinem Seminar, Jay, sind es 10 Minuten oder eine Stunde vor. Ich weiß nicht, bei mir ist immer so eine Viertelstunde davor und danach sollte man auf jeden Fall den Markt erstmal sich austoben lassen, weil gerade bei GBP News, also England, passiert es häufig, dass der Markt schon 5 Minuten vorher das große Zucken anfängt. Also gerade wenn aus UK was kommt, ist es gerade 10:30 Uhr, meistens Dienstag, Mittwoch. Durchaus so, dass das Währungspaar auch mit einer Spread-Eröffnung schon vor den News beginnt, wer auch immer da schon einsteigt oder was weiß oder tut. In der Londoner City sind natürlich auch viele, die sozusagen Londoner City ist ja der Finanzplatz des Geldes in London. Und dort sind natürlich viele Big Boys, die auch gerade interessiert sind, wenn da in Great Britain was abläuft. Absolut. Und deswegen immer bei News, wie gesagt, wenn man nicht wirklich ein News-Trader-Scalper ist, wobei das wirklich die Königsdisziplin News ist, Trading ist Bullshit, lass es ja, einfach. Es macht auch lieber zuschauen. unprofessionell, dann noch irgendwie mit einer EA-Lösung. Es ist das einfachste Trading zu erlernen, ist Swing Trading, ja. Völlig relaxed, erstmal den Feierabend-Trader machen. Und wenn du frei hast und du es wirklich liebst und du willst Zeit investieren, dann gehen wir durch verschiedene Drills, was das Daytrading angeht. Das ist quasi Trading lernen auf Speed, ja, weil du unheimlich viele verschiedene Chartbilder siehst und erlebst und Reaktionen. Kennst ja diese Studie, dass es 10.000 Stunden dauert, bis du ein Experte wirst in etwas, ja. Das heißt, du musst quasi, in Anführungszeichen, musst 10 Jahre wirklich in so einem Beruf arbeiten, egal ob das Brain Surgery ist oder sonstiger Hochexpertisenberuf. Das ist das Spannende an diesem Trading. Du kannst, wir hatten das heute Vormittag gesagt, mit diesem Beispiel jemand, der eine Münze geworfen hat. Ja? Du kannst aus Geld mehr Geld machen mit einem statistischen Approach. Du kannst aber auch, und das ist hoffentlich zum Beispiel den Value, den ich biete, du kannst am Anfang relativ zeitnah die 20% lernen von dem gesamten Prozess, von diesem Beruf, die nachher 80% von deinem Erfolg ausmachst. Und dadurch sparst du unheimlich viel Zeit und sehr, sehr viel Geld und auch Lehrgeld. Ja? Also die Jungs, die bei mir und Mädels Trading gelernt haben, die haben eben das Lehrgeld nicht zahlen müssen, weil sie ihre Erfahrungen in einem Demo machen, den Demo aber so handeln, als wäre es schon ihr Echtgeld-Szenario. Und dann fangen wir an, und das ist das Tolle am Währungsmarkt, dass du halt mit Mikrolots arbeiten kannst. Und ich habe erwachsene Männer gesehen, die Schweißperlen auf der Stirn haben, obwohl sie finanziell sehr wohlhabend sind, weil ein Risiko 20 Pips war, umgerechnet 2 Euro, und das Gehirn arbeitet aber nicht so. In seinem Denken, in seinem Fühlen ist dieser Trade eine Repräsentation von den Wünschen, die er in der Zukunft hat, und dieser Trade muss gewinnen, weil es geht ja gar nicht um 2 Euro, sondern es geht um 20.000 Euro. Ja? Das sind diese Spinnereien. Ich habe es auch bei Investmentbankern gesehen, die anfangen, den Bonus von nächsten Jahr dieses Jahr schon auszugeben. Du weißt aber gar nicht, ob nächstes Jahr ein Bonus kommt. Und das Schwierige am Trading ist, dass du am Anfang des Jahres nicht weißt, wie viel Rendite du am Ende des Jahres erwirtschaftet haben wirst. Ich habe sonst immer so einen Chart, den habe ich jetzt aber nicht rausgesucht, der zeigt, wie viel die Top Hedgefonds unter 10 Millionen Dollar und über 10 Millionen Dollar, also mehrere hundert Millionen Dollar dann im Währungsmarkt, CTAs heißen die, wie viel die an die Rendite erwirtschaften. Und das ist so zwischen 1 und 4% pro Monat. Und das sind die besten Hedgefonds der Welt. Ja? Auf der anderen Seite, der ehemalige Head of Trading von der SEB, wo ich war, hat ein Futures-Konto, da liegen 5 Mille drauf, und er hat diesen Monat, und wir haben Mitte des Monats, also 19, hat schon wieder 10.000 Euro plus. Ja? Aber damit gehe ich nicht raus, und das erzähle ich nicht, und das mache ich, habe ich jetzt gerade erzählt, toll. Was ich sagen will, damit würde ich nicht werben, weil es unrealistische Erwartungshaltungen schürt. Und das ist einfach nicht sinnvoll. Trading sollte niemals darum gehen, dass du unten rechts den Euro- oder Dollarbetrag mitverfolgst. Es geht nur darum, dass du einen Trade-Plan erstellst und den dann ordentlich umsetzt. Und dann, wenn du dein Risikokapital managst, hier haben wir den 14er IMA-Test auf Low Volume, dann nennen wir dieses hier, ich springe im Thema, ja, ich weiß, das nennen wir Automatic Resistance. Also, solange der hier drüber nicht schließt,
Mit dem richtigen Volumen würde ich hier eh nichts machen. Fragesession geht weiter. Also hauptsächlich geht es im Moment bei den Fragen darum, wie sieht es mit euren Programmen aus? Werden die erweitert? Werden die verringert? Weil die EZB hat ja im letzten Meeting gesagt, sie kaufen nicht mehr 80 Milliarden pro Monat an, sondern nur noch 60 Milliarden. Auf der anderen Seite kaufen sie jetzt auch Anleihen an, die von der Rendite her noch weniger rentieren als minus 0,4%, der sogenannte Depositsatz. Und sie haben gesagt, und auch das schnallt natürlich die normale Presse nicht, dass Anleihen, die ausgelaufen sind, die EZB, die Staatsanleihen angekauft hat, die auslaufen von ihrer Laufzeit her, dass sie die ersetzen werden. Und damit haben wir im Moment eigentlich immer noch 15 Milliarden zusätzlich pro Jahr, pro Monat, die angekauft werden. Also sind wir de facto bei 75 Milliarden im Moment. Wir haben also unsere Hilfsspritze sozusagen gar nicht wesentlich verringert. Ja? Ja, die Ingrid fragt, wenn die Händler in dieser Zeit nicht handeln, wer handelt denn dann in der Zeit, ja, wenn wir Banken nicht handeln? Das ist eine sehr gute Frage, Ingrid. Und zwar handeln Leute, die nicht professionell sind. Natürlich kann ich nicht für die ganze Welt sprechen, ja, aber du bist als professioneller Trader ein Risikomanager und das Risiko während einer Q&A, wo du nicht weißt, was Draghi sagen wird, ist nicht messbar. Und wenn ein Risiko für uns nicht messbar ist, wenn das Marktumfeld nicht so ist, dass der Markt sich in Anführungszeichen normal verhält, dann handeln wir nicht. Wir entziehen, wenn wir bei der Bank Märkte stellen, Geld- und Briefkurse, dann entziehen wir jetzt die Volatilität. Das ist ein Punkt, den erkläre ich gleich, wenn der Draghi nicht weiter quatscht. Limit, Entzug. Dann erkläre ich gleich nochmal, Ingrid. Bei einem Aktienkurs wäre es so, dass bei jedem Preis hier etwas gehandelt hat. Bei einem MT4-Chart siehst du überhaupt nicht, wo was gehandelt hat. Ja? Es kann auch sein, dass hier nur was gehandelt hat und hier unten hat Kleinigkeiten gehandelt. Natürlich hat viel gehandelt, das sehen wir im Tickvolumen, aber wir sehen nicht, wo. Bei einem Futures-Programm, könnte ich auch mal in einem anderen Webinar zeigen, führt jetzt zu weit, zum Beispiel OFA-Software, du kennst sie auch, Chris. Beim Futures sehen wir sogar bei einer technologischen Lösung, wie viele Kontrakte bei jedem Preis auf der Geld- oder auf der Briefseite gehandelt haben. Futures sind hochgradig transparent. Das hier ist nicht so. Hier siehst du nur angezeigt die beste Geldseite. Du müsstest hier manuell einstellen, dass du auch die Briefseite siehst. Und jetzt siehst du, weil JFD so viele Banken angeschlossen hat, die beste Geldseite, das ist der graue, und die beste Briefseite ist die rote Linie. Und normalerweise verdienen die Market Maker ja ihr Geld, indem es eine Differenz gibt zwischen Geld und Brief. Und diese marginale Differenz, die gilt es zu verdienen. Jetzt nimm dir zum Beispiel mal ein Währungspaar, was sehr illiquide ist. Lass uns mal sowas völlig Hirnloses wie Türkei gegen Yen nehmen. Ja? Hier siehst du, dass der Unterschied zwischen Geld und Brief viel, viel größer ist. Viel, viel größer als Euro-Dollar. Ja? Euro-Dollar ist das liquideste Paar, deshalb sind die sogenannten Transaktionskosten. Die Transaktionskosten für dich sind ja, wenn du jetzt Euro kaufst bei 1, ich sehe den Preis hier nicht, bei der roten Linie, und sofort wieder verkaufst, hast du einen marginalen Verlust gemacht. Ja? Bei Türkei gegen Yen, wenn du jetzt verkaufst bei 30,09, könntest du nur bei 29,99 wieder verkaufen. Du hast also einen viel höheren Verlust gemacht. Ja, wir können es ja mal messen, wie viele Pips das hier sind. Du hast hier, liegst du schon, sobald du was kaufst, 1,6 Pips im Minus, während du bei Euro-Dollar weniger hast. Was jetzt passiert ist, diese Preisspanne, auch im Euro-Dollar, vor wichtigen Zahlen oder während einer Pressekonferenz zum Beispiel, weitet sie sich aus, weil weniger Bankenhändler, Market Maker, willens sind, Liquidität zu stellen.
Im Moment ist das hier eine sehr verhaltene Pressekonferenz. Dennoch kann ich nicht guten Gewissens meinen Händlern sagen, sie dürfen hier jetzt rummatschen. Ja? Rummatschen ist wieder so ein blödes Wort von mir, also hier handeln. Es ist sinnvoller, in normalen, disziplinierten Märkten, die normal agieren, wo die Preisniveaus halten, ja, wo der Markt das macht, technisch, was er auch fundamental sagt, in welche Richtung es gehen darf, in diesem Marktumfeld zu agieren. Ist immer noch ein bisschen anstrengend für mich, weil ich die Fragen im linken Ohr habe. Aber ich hoffe, ich habe den Unterschied zwischen Geldbrief mal erklärt, und das Businessmodell von einem Banken-Market-Maker ist, diese Differenz den ganzen Tag lang zu verdienen. Also ich verkaufe etwas höher, als ich es wieder einkaufe. Oder ich kaufe etwas tiefer, als ich es verkaufe. Beim Euro-Dollar aufgrund von diesem Businessmodell Geld zu machen, ist nicht so einfach. Das seht ihr. Weil manchmal gibt es keine Differenz. Seht ihr das? Das ist natürlich bei einer einzelnen Bank nicht so, dass er keine Geldbriefspanne macht. Aber dadurch, dass viele Häuser bei JFD angeschlossen sind, kommt es zu Situationen, wo ihr in der Sekunde theoretisch keine Transaktionskosten habt. Jetzt gibt es hier in dieser Sekunde keine Transaktionskosten. Ihr könnt es kaufen und verkaufen zum selben Preis. Ja? Sehr, sehr ungewöhnlich. Und selbst jetzt, Jay, dass der Market Maker kein Geld macht. Ja, bitte Chris, hau rein. Genau, und selbst jetzt, Jay, wenn ihr jetzt irgendwelche anderen Broker laufen habt, vergleicht doch mal auch jetzt hier schon die Spreads. Ihr werdet sehen, es gibt Broker, die selbst jetzt Euro-US-Dollar hier mit einem Spread von 1,5 Pips fahren. Das ist definitiv der Fall. Ja, also, zeig mal den, den ich hasse. Das ist der hier. Okay, wir wollen keine Namen nennen, ohne hier Schindluder zu betreiben, aber ja, zeigen wir uns nochmal da den Chart und da entsprechend die Geld- und Briefspanne. Hier zeigen wir einfach mal die Askline. Wobei, jetzt musst du in den 1-Minuten-Chart gehen oder ein anderes Template nehmen, ist schlecht zu sehen. Ich sehe zum Beispiel gar keine Linien. Komm, wir nehmen schnell ein anderes Template. Wir nehmen Euro-Dollar und machen einfach einen neuen Chart auf und nehmen hier... So, jetzt schauen wir uns das mal an, was da abläuft. Aber das ist, wie gesagt, meine lieben Leute, ich bin, also mein erstes Forex-Konto habe ich 2008 in den USA aufgemacht. Bei einem Broker, den ich jetzt auch nicht benennen will, nur eine kleine Anekdote dazu. Ich habe 4 Jahre später eine Gutschrift auf eine falsche oder auf falsche Orderausführung bekommen, was gerichtlich eingeklagt wurde. Insofern war es dann auch schon an der Zeit, mit dem Broker nicht ewig zu handeln. Aber ihr seht, okay, hier ist es auch relativ eng. Sieht gut aus, sieht gut aus. Die Frage ist nur, ob das Pricing eben genau das echte ist. Aber auch hier eine schön enge Spanne, finde ich gut. Muss ich sagen, Respekt, wenn die Broker das so durchziehen und du auch so einen Preis jetzt durchgeroutet bekommst. Die Frage ist nur eben, ob das wirklich auch der reale Interbankenpreis ist. Aber hier, das gefällt mir auch durchaus und das sieht man nicht oft. Aber es liegt auch daran, was du gesagt hast, der Markt ist gerade sehr eng, sehr abwartend. Wenig Liquidität. Wieso tut er das? Ja, was schade ist, technisch... Es wäre echt mal interessant, die Pressekonferenz zu hören. Ich würde sie quasi so ein bisschen simultan übersetzen. Da könnten wir viele fundamentale Dinge bei abarbeiten sozusagen. Ja, das wäre wirklich interessant. Aber kriegen wir jetzt heute so in der Art und Weise nicht hin. Aber vielleicht können wir da mal drüber nachdenken in Zukunft. Guck mal, der hier ist einer aus Australien, der hat schon viel, viel höhere Spreads. Siehst du das? Ja, und es matcht sich nicht. Du hast gesehen bei uns, es gibt häufig den Match, den Nuller-Spread, wo wirklich dann Ask und Bid auf derselben Line liegen. Gar nicht. Das ist nämlich ein Dealing-Desk. Du trittst gegen den Dealer bei denen auf der anderen Seite an. Korrekt. Und hier in dem Fall... Ich erkläre es nur, jetzt nicht, dass einer sagt, dass ich bin weiterhin unabhängig, aber hier ist es tatsächlich so, dadurch, dass viele Banken angeschlossen sind, matcht es sich oft, also es heißt, derselbe Preis kommt. Das ist schon ein hochinteressantes Modell, was ihr fahrt. Ich finde das sehr, sehr gut. Danke, und das von dir zu hören. Ich muss einmal euer Management kennenlernen, bevor ich mich wohlfühlen würde, unter der zypriotischen Finanzaufsicht halt größere Geldbeträge dort zu managen. Das meine ich aber nicht negativ. Ja, es ist wirklich ein einzelnes Kennenlernen einfach mal. Da müsste man darüber einfach mal sprechen, wie das aussieht. Ja. Da vielleicht ganz kurz und dann gehen wir auch direkt zum Markt nochmal über. Der Witz ist ja, was du sagst mit dem Businessmodell. Man muss zugeben, das, was wir fahren, weil wir eben nicht die in Anführungszeichen Millionen durch Market Making Dealing Desk und solchen Aktivitäten verdienen dürfen können, ist es tatsächlich so, dass das Businessmodell als solches tatsächlich in London oder in New York gar nicht umsetzbar wäre, weil allein dort schon die Büromieten und die Lohnkosten so hoch sind, dass man fast gar nichts anderes machen kann.
Aber Zypern, nochmal hier für alle, die ja nicht so im Bilde sind, Zypern ist nach London der europäische Forex-Hub Nummer 2. Also es gibt keinen europäischen Broker, der nicht auch in Zypern sitzt. Und Zypern ist klein Forex-Land, so beschreibe ich das immer. Das merkt ihr auch, wenn er da griechischer Anteil, wo bemerkt, in Zypern landet, Lanakast, das meine ich jetzt, dann steht es ja bei uns vielleicht in München eine Allianz-Werbung oder irgendwas und dort hast du Broker-Werbung. Du fühlst dich wirklich, als wärst du ein kleines Forex-Land in Zypern und deswegen ist es auch dort völlig normal und auch, sage ich mal, relativ einfach, brokertechnisch da in den Start zu gehen, wobei die CISEC, also die zypriotische Regulierungsbehörde, sich auch hier an MiFID, also an der europäischen, aus Brüssel kommenden Regulierung orientiert und da auch kein Eigenleben hat. Aber es gibt immer eine gewisse Skepsis, die kann ich euch aber auch nehmen, weil die Kundengelder lagern in Europa, also Europa sowieso, aber lagern in Deutschland oder England. Segregated Accounts, das ist halt ganz, ganz wichtig. Ganz genau, segregierte Accounts. Sehr gut. Jay weiß Bescheid. Ihr wisst das jetzt auch. Das heißt, das Firmenvermögen ist segregiert, also die Kundengelder sind segregiert vom Firmenvermögen, getrennt. Das heißt, wenn Jay auf die Pleite gehen würde, wären eure Konten, eure Gelder gesichert dort, wo ihr einzahlt. Entweder in Deutschland oder bei Barclays UK. Und wenn wir über Barclays sprechen, sprechen wir über eine Bank, die einfach auch too big to fall ist. Und man muss ganz sagen, da sind die Gelder auch genauso gesichert. Ja, also insofern, der Panik muss man da nicht machen, zumal man kann auch Accounts versichern gegen gewisse Abschmiereffekte oder gewisse Crash, wobei ich sagen muss, wenn Lloyds jetzt irgendein Konto versichert, stelle ich mir die Frage, wenn es wirklich zum Supercrash kommt und Lloyds in der Schieflage ist oder vielmehr Barclays in der Schieflage sein sollte, das Konto aber von Lloyds versichert werden würde, ob Lloyds dann überhaupt die Sicherheit auch noch darbieten können. Ihr wisst genau, wie das Versicherungsgeschäftprinzip funktioniert. Ne? Man verkauft die Angst. Wenn was passiert, hat man eine Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, liegt auf Seiten des Versicherungsgebers. Deswegen floriert das Versicherungsgeschäft ja auch so immens. Aber lassen Sie uns nicht in diesen Details verlieren, sondern back to the market. Wir sehen, Euro schmiert nochmal ein Stück runter. Jay versucht das hier gleich mit Fibonacci ein bisschen einzufangen und dann ja, bewährt einfach mal. Ja, der Klaus hat mich gerade im Chat angesprochen und meinte, bei seinem Broker hat er genau auf 61.8 gedreht. Das ist auch fein. Wer meinen World of Trade Vortrag gesehen hat, der sieht, dass ich ja schon gesagt habe, wenn du allein bei einer Bewegung, und nochmal, jetzt ist nicht die Zeit zu handeln, aber wenn du bei einer klaren Bewegung, und das ist eine klare Bewegung, das Retracement abwartest und jedes Mal den 50% Retracement in die Richtung der Bewegung handeln würdest, ja, mit deinem Stop-Loss über dem Swing High und deinem Profit-Target dem 1,27, dann hättest du ein profitables System. Hier finde ich halt wieder interessant, wir tauchen hier in diese Liquidity-Zone ein, und wir haben hier eine größere Liquidity Zone, die wir eben festgestellt haben, mit einem Weekly Pivot, einem Daily Support, einem Daily S2 Support. Wir hatten Stopping Volume hier. Wir testen jetzt nochmal. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir weiter, also in einem normalen Marktumfeld, würde ich sagen, wir haben hier im Moment Stärke. Aber diese Stärke wird jetzt getestet. Wir testen, ob hier noch mehr Angebot reinkommt. Wenn mehr Angebot reinkommt, dann fallen wir natürlich ab. Wenn die Stärke allerdings hält, also das Angebot wegfällt, dann ist es up for the buyers to take it higher. Also dann dürfen die Käufer es hochnehmen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt immer Käufer und Verkäufer und ein Preis steigt, weil es mehr Käufer als Verkäufer gibt. Aber manchmal machen die Käufer auch gar nichts, ja, lassen den Preis stehen und warten die Reaktion der Verkäufer ab. Und das nennen wir Automatic Resistance hier. Wir hatten eine Bewegung, wir hatten Stopping Volume, dann die automatische Gegenbewegung. Und jetzt testen wir, meintet ihr das ernst, meine lieben Freunde? Es ist eine Story, die hier abläuft, ja? Meint ihr das ernst? Das Problem ist, es passiert, während Draghi spricht. Deshalb, es kann sich bei dieser Q&A jederzeit irgendwas ändern. Das ist das Problem, ja? Aber die normale Trade-Erwartung ist dann eben, hier ist die Down-Bewegung, dann gibt es die Gegenbewegung, irgendwo hier zwischen 50 und 61.8 und dann gibt es den Extension-Trade auf 1,27 Extension, ist jetzt hier im Minus dargestellt, ja, oder, komm bitte, runter bis zu 6,18, ja, und wir suchen immer die sogenannte Confluence, also wo gibt es verschiedene Argumente dafür, dass ein Preis entweder als Target da anhält, wir hatten heute Morgen davon gesprochen, wo sind unsere Decision Points, wo sind die Preisniveaus, wo der Preis
eine Entscheidung treffen muss, kann oder darf. Ich gehe mal kurz hier nochmal auf die Optionskontrakte von heute, suche uns die gerade kurz raus. Was manchmal sehr interessant ist, die laufen immer um 16 Uhr New Yorker Zeit ab. Ich ziehe sie mal für uns ins Bild. Und wir haben Optionskontrakte im Euro-Dollar, 1 Milliarde bei 6,25, bei 0,625, 0,635. 1 Milliarde finde ich schon mal interessant. Jay. Also 0,630, ja, und das Niveau will ich einfach nur mal sehen auf meinem Chart. Wo ist 0,630? Genau hier. Und zeichne es mal für uns ein und dann halte ich auch sofort wieder den Mund, Chris. 0,630 war hier. Genau. Es zahlt sich aus, je nachdem, wer da die stärkeren Hände hat. Entweder die daran Interesse haben, dass dieser Level gebrochen wird oder verteidigt wird, dass der Markt gegen 4 Uhr, manchmal, wenn die ausstehenden Kontrakte hier hoch genug sind, dass der Markt sich, dieses Niveau kann wie ein Magnet manchmal agieren. Ja? Muss nicht, kann. Wie gesagt, wir sind jetzt im Moment in einem Marktumfeld, wo Draghi spricht. Jetzt ist das ein bisschen irrelevant alles. Ja? Aber nichtsdestotrotz, hier sehe ich eine gute Reaktion. Wir haben keine Stärke mehr. Es kommt keine Gegenbewegung rein. Und keine Stärke bedeutet, dass ich eher mal von fallenden Preisen im Moment ausgehen würde. Und deshalb erwarte ich, dass wir dieses Preisniveau antesten. Ja? Da bin ich bei dir. Chris, du wolltest was sagen? Entschuldige bitte. Da bin ich bei dir. Kein Problem, Jay. Ich will dich ja auch gar nicht ausbremsen, aber ich gebe dir recht in der Beziehung, dass du mit dem Optionsmarkt hier einhergehst. Aber was ich sagen wollte auch, ist, dass wenn du auf deinen Browser gehst, da fängt immer das wilde Flackern an. Das heißt, da muss man einfach... Ah ja, dann ist das zu viel. Ne? Ich darf nicht zu viel parallel reinstellen. Ist nur beim Browser. Wenn du den MetaTrader zeigst, ist das alles wunderbar. Aber schön auch im Chat jetzt gerade zu lesen, Volker, zum Beispiel mein Broker mit Bändern hat derzeit 3 Pips beim Euro-US-Dollar. Volker, das ist, wie gesagt... das ist viel, ja. Das ist fast das, das ist schon mehr als das 20-fache. Das ist schon bitter. Also wie gesagt, der reale Kursspread liegt bei 0,2, 0,3 Pips. Vorm Schweizer Frankencrash im Januar 2015 hatten wir auch teilweise 0,1. Und das ist der Kursspread. Ja? Wenn ein Broker jetzt, sage ich mal, nur ein Pip hat im Vergleich zu 0,1, sind wir schon beim 10-fachen. Und wenn jetzt ein Broker sogar 3-Pip-Spread hat, dann weißt du, Volker, was der da draufschlägt, was der Market Maker Dealing Desk da draufschlägt. Da verdient pro Trade, den du einfach schon ausführst, liegst du ja automatisch schon mal, 2,7 Pips hinten, die du erstmal verdienen musst. Und abzüglich der ganzen Kosten oder auch des Marktspreads halt verdient der Broker immer noch 2,5, 2,6 Spreads. Das ist echt hart. Also passt da lieber auf, Jungs. Also das ist ja allein schon der Riesenmehrwert, den ihr hier heute mit dem Webinar mitnehmt, dass ihr einfach mal die Spreads eurer Broker vergleicht. Und ich habe den Link zum Demo-Account reingestellt und da gibt es eben eins nur testen, testen, testen und vergleichen. Das ist das Einzige, was hilft. Und im Zweifel fragt euren Broker, ob er einen Post-Trade-Report darstellt. Das heißt, eure Order. Ich hatte mal einen Trade vor vielen Jahren, Euro-Yen, der schnippte plötzlich, man nennt das Spike, 40 Pips in eine Richtung, holte meinen Stop-Loss ab. Und fertig, Ende halt Ende. Man könnte das akzeptieren, aber ich hatte damals schon 2, 3 andere Broker parallel laufen, bei denen es diesen Spike nicht gab. Aufgrund der E-Mail, die ich schrieb, kam dann nur die lapidare Antwort, nun gut, sie haben in den AGBs unterschrieben, dass sie auch indikative Preise unsererseits handeln würden. Und damit warst du praktisch raus aus, oder war der Broker raus aus dem Schneider. Und das ist wirklich zu extrem, liebe Leute. Deswegen schaut's auf die Kosten. Commission, wir erheben Handelscommission, ja, das ist klar. Eine Handelsgebühr sozusagen. Aber die ist nicht im Spread drin oder auf dem Spread aufgeschlagen. Der Core Spread, also 0,23, wird ausgeführt. Ja, auch 0,1 oder auch Match 0,0, das gibt's. Aber eben hier nicht irgendwelche Geschichten, wo die Spreads dann 2, 3 Pips groß sind. Das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das ist echt ganz übles Market Making. Aber ich will nicht weiter schimpfen, liebe Leute. Ihr seid hier richtig. Es geht auch darum, die Skills ein bisschen mitzunehmen. Und Jay kreiert hier sozusagen ein neues Tief beim Euro-US-Dollar. Da gehe ich, wie gesagt, mit dir confirm, Jay. Sehe ich ähnlich, dass wir genau das noch erleben. Die Range im Übrigen als kleinen statistischen Background dürfte heute bei 1,058 liegen. Dort hat Euro-US-Dollar praktisch sein Tagestief als Range. Euro-Cut-Taste. Pascal fragt gerade, wie lange wir warten nach der Q&A. Ja? Also wie lange ist die Zeitspanne und was schaut ihr, um einen Trade nach einer EZB abzusetzen? Ich schaue auf meinen Indikator, wie viel Wumm ist in der Bewegung drin.
Ich möchte sehen, dass der Dollar steil läuft, ja, und der Euro steil läuft. Im Moment ist das keine steile Bewegung hier für mich. Und ich möchte sehen, dass das Volumen diese Bewegung, die ich im Price Action sehe, unterstützt. Jetzt wird der Dollar steiler. Ja? Allerdings. Jetzt wird der Dollar steiler und der Euro auch. Jetzt gucken wir, ob wir da durchgebrochen sind. Wahrscheinlich sind wir durchgebrochen durch Slow. Also Turkey mache ich jetzt mal wieder zu, das war ja nur ein Beispiel. Ja, wir sind durchgebrochen, seht ihr? Und jetzt, das ist jetzt ein 1-Minuten-Chart, deshalb wird er hier so hektisch. Ja? Nicht erschrecken, wir sind jetzt an einem 1,06, das ist eine psychologische Zahl, ist eine Optionszahl, ist eine runde Zahl. Wir haben die Stops, die hier unterhalb dieser Bewegung waren, we cleared them out, wie sagt man, wir haben die bedient sozusagen. Ja? Jetzt ist die Frage von der Decision her, kommt jetzt hier Stärke rein, also sehen wir Effort und was ist das Result? Ich erwarte weiter tiefere Preise, aber ich sehe schon, ja, Kerze vorbei, ist noch okay. Der Short ist für mich noch okay. Ja? Es müsste also, weil ich in dem Trend drin bin, es müsste halt massives Stopping Volume sein. Und ich sehe ja, was hier passiert ist. Ich sehe, dass die Jungs short sind, Effort versus Result. Und dann an der Stelle, wo es sein muss, kamen aggressive Käufer rein. Muss bitte in Anführungszeichen, muss gar nichts, muss es eigentlich Quatsch. An der Stelle, wo ich eine Entscheidung des Marktes erwarte, kamen die Verkäufer rein. Und da ich den Markt lesen kann, wenn ich jetzt in dem Short wäre, ich sage es nochmal, bitte, ich will euch nicht damit nerven, es ist Q&A, da handle ich nicht. Aber wenn es ein normaler Markt wäre, dann ist das genau das, was ich sehen möchte. Ja? Diese Bewegung spricht für mich für tiefere Kurse. Und that's it. Das ist einfach, mein Einstieg wäre übrigens hier gewesen, in dieser Zone. Ja? Und zwar unterhalb von diesem, dieses Volumen ist tiefer als die der zwei vorgehenden. Wir nennen das hier Testing for Demand, also ist der Short unterhalb von dieser Kerze hier. Und hier drüber liegt mein Stop-Loss oder hier drüber liegt mein Stop-Loss. Und dann rechne ich mir halt aus, macht der Trade Sinn vom Chance-Risiko-Verhältnis. Ich gehe keine Trades ein, die nicht mindestens 1,5 mal so großen Gewinn haben, also 1,5 R versus 1 R. R ist bei mir immer 1%. Also wenn ich den Stop hier drüber lege, das ist eine 10646 plus 5 bis 7 Pips, bin ich also bei 51. Das sind 5 Pips und dann muss ich nochmal auf eine ungerade Zahl gehen, also eine 53. Wenn ich in den Markt rein will, gehe ich immer auf eine gerade Zahl. Wenn ich nicht ausgestoppt werden will, dann nehme ich eine ungerade Zahl. Auch das, jahrelange Trading-Erfahrung, sagt ja wahrscheinlich keiner sonst, ist aber so. 24 Pips, sind wir nicht geizig, 25 Pips. Das heißt, ich suche eigentlich einen Trade, der 50 Pips abwirft, 2:1. Ja? Und mein erstes Target hat fast diese 50 Pips, das heißt, diesen Trade kann ich eingehen oder hätte ich eingehen können in einem normalen Marktumfeld, nicht während Draghi-Quatsch, ja? Aber das ist der Trade, der geht absolut. Der Trade wird sogar noch besser, wenn der Trade das Target Nummer 2 erreicht, hier unten. Ja? Dann habe ich 25 Pips Risk, ach bitte, komm noch, MT4, typical. Also unterhalb von dem Test for Demand. Wir hatten gesagt 25 Pips, hier ist der Stop und ich hätte dann beim zweiten Target 72. Das ist fast 3:1. Das ist wunderbar. Ja? Davon machst du ein, dann hast du die Woche frei sozusagen. Aber nicht jetzt, wenn Draghi spricht. Aber so ist das Ausrechnen. Ja? So ist das Entry, Exit, Stop Loss, Pips umrechnen. Wie viel Pips entspricht deinem Risiko? Jetzt sind wir auf unserem Weg zum nächsten Decision Point. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich gucke mal, wie die Fragen sind. Übrigens, ja, Jay, genau, kannst reingehen, aber Yen auch massive Schwäche. Ne? Der Yen, als Denkmal Klaus, hat bestimmt hier und da irgendwo abgefeuert. Klaus wahrscheinlich der Long Pfund Yen, der liebt Pfund Yen. Ja, hat genau das, der ist auf dem neuesten Tag. Pascal, um deine Frage zu beantworten, also mindestens mal 10 Minuten, ist übrigens interessant, bringt mich auf einen interessanten Punkt. Am Anfang gebe ich ganz, ganz starre Regeln, Pascal, damit du überhaupt mal die Prozesse des Tradings erlernst. Und nachdem diese Regeln dann von dir auch eingehalten werden können und du für dich lernst, dass du dir selber vertrauen kannst in einem unsicheren Umfeld wie dem Markt,
dann, wenn die Erfahrung wächst, also jetzt zum Beispiel, Volker fragte mich, ob er aufs Seminar kommen soll, das wäre dann jetzt sein dritter Workshop, glaube ich. Volker, wenn du mich hörst, natürlich kommst du aufs Seminar, weil natürlich habe ich wieder neue Dinge dir beizubringen. Ja? Ich habe denen das im Sommer gesagt, im September, als wir uns zusammengesetzt haben. Das ist immens. Aber weil die Leute, die Teilnehmer letztes Jahr einmal diese 2000 bezahlt haben, ist es so, dass die immer jetzt zum Selbstkostenpreis kommen können. Aber ihr werdet das oder ihr würdet das selber sehen, wenn ihr nächste Woche kommen würdet. Das ist immens viel Wissen und wir arbeiten das dann auf ab Februar in diesen Webinaren. Wir nutzen also dieselbe Technologie, um dann eben Dinge zu besprechen. Hier, der Chris wird es kennen, ich springe jetzt, Achtung, ich springe zurück zum Markt. Hier war ein Swing Low, hier ist ein Swing High, der Swing Low wurde gebrochen und das ist sehr gut, Compression nennen wir das. Wir testen jetzt den 14er IMA hier, diese Linie, die wir vorher identifiziert hatten und das Swing Low. Das ist also alles normal. Das Problem ist, was psychologisch für die meisten Retail Trader ist und ich suche ganz kurz die Folie dafür. Einige von meinen Leuten können das schon nicht mehr hören, aber ich suche sie trotzdem kurz raus. Jay, solange du suchst, kann ich ja auch nur an der Stelle kurz sagen, weil du ja gesagt hast, deine Seminarteilnehmer können da nochmal aufschlagen. Das ist ja auch was, wo ich ja selbst sage, wie gesagt, ich habe auch schon viele Seminare, du hast mir auch das ein oder andere beigebracht und auch hier mich ausbilden lassen, aber bei dir, jetzt flackert das Bild übrigens wieder, war es eben durchaus so, dass ich mir dachte, hey, pass auf, der Typ, der hat auf jeden Fall noch Skills, die einfach geil sein, die ich einfach erfahren will. Und deswegen muss ich sagen, selbst nach meiner doch schon langjährigen Erfahrung fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr interessant und kann das auch, wie gesagt, ihr kriegt ja mit, was hier sozusagen als an Informationen rüberkommt. Ja, es ist erstmal, sag ich mal, Trichter auf den Kopf stecken, oben reinschütten, ja, aber am Ende wird es dann sehr, sehr klar und sehr elementar und es wird euch letztlich auch helfen, euch im Universum der Märkte ein Stück weit zurechtzufinden. Und wie gesagt, das ist alles keine Hexerei. Viel Disziplin und eben auch Klarheit im Kopf. Und die Psyche ist natürlich noch das A und O. Aber Jay, fahr ruhig fort. Ja, wir hatten jetzt einige Fragen, die ich einfach übergangen bin. Der Draghi hat jetzt den Mund gehalten. Ich zeige uns ganz kurz, was Sache war. Ich versuche jetzt ein bisschen strukturierter zu sein, was mir sehr schwer fällt in der Hinsicht. Seminare sind extremst durchstrukturiert, könnt ihr die Jungs fragen. Also, Draghi sagt, Risk remain title to the downside, inflation pressures are subdued. Inflation nicht so stark ausgeprägt, wie wir das gerne hätten, wie er das gerne hätte. Das Inflationstarget ist 2%. Deshalb, wegen diesem Wort subdued, sehen wir Euro-Schwäche. Nur deshalb. Ja? Weil, wenn Inflation nicht so hoch, dann auch keine Gegenmaßnahmen einer Zentralbank. Was macht eine Zentralbank, um Inflation einzudämmen? Richtig, sie erhöht die Zinsen. Wenn die Zinsen erhöht werden, steigt die jeweilige Währung an. Okay? Draghi sagt, they require a substantial degree of stimulus. Also Wachstum immer noch schlecht in der EU, bei weitem nicht da, wo wir sein müssen, können oder dürfen. Auch dazu habe ich eine Folie, zeigt die Arbeitslosenzahlen, vor allen Dingen in den südlichen Mitgliedsländern. Wir sprechen da von Generationen an jungen Menschen, die keine Zukunft haben. Das ist eine Vollkatastrophe. Jay, Strobo-Effekt. Wie bitte? Strobo-Effekt, das Bild flackert schon wieder ganz wild. Das ist meistens mit dem Browser. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist immer, wenn der Browser kommt. Das tut mir echt leid. Bisschen besser vielleicht, wenn ich es nur so mache. Oder so nicht. Ist es besser. So flack. Na doch, jetzt fing es gerade auch wieder an. Das kann mir das gar nicht erklären. Ich jetzt was bewegt habe. Ich versuche mal die Maus nicht zu bewegen. Das ist es vielleicht. Ich darf die Maus nicht bewegen. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt steht's. Ja, es flackert aber jetzt im 3-4 Sekunden Takt immer noch. Okay, ich mach's schnell weg. Also, was ich sagen will, in diesem Satz sagt er, okay, wir müssen vielleicht noch mehr Geld drucken. Deshalb Euro-Schwäche. Hier sagt er, wir haben noch nicht darüber gesprochen, unser Gelddrucken weniger zu machen. Deshalb Euro-Schwäche. Wenn du das also im Hintergrund siehst und hörst, ja, dann fällt es dir unheimlich leicht, bei einer Gegenbewegung, und jetzt zeige ich uns den Chart wieder, bei einer Gegenbewegung hier, wo Retail-Trader normal schon nervös werden, ja, die haben den Ausbruch gehandelt, liegen, sagst du dir ganz klar, wie viele lächerliche Pips vorne, also er hat den Ausbruch gehandelt, liegt 14 Pips vorne, dann kommt die Gegenbewegung, jetzt liegt er 3 Pips hinten und er klickt sich raus. Und jetzt kotzt er gerade, weil er sagt, so eine Scheiße, jetzt fällt der Markt. Ja?
Entschuldige, dass ich das so sage. Ja? Übrigens, hier kommt die Frage, wann kann ich beim Long einsteigen? Reinhold, wir können beim Long einsteigen, wenn bei einem Decision Point Stärke reinkommt. Im Moment kommt hier nur Schwäche rein. Price Action zeigt uns, dass Schwäche reinkommt. Aber wir haben unheimlich viele Punkte. Liquidität 1, Level, Daily Support 1, Weekly Pivot, dient, könnte als Unterstützung dienen. Level 2, erstes Target, Monthly Pivot. Es gibt viele Argumente, warum der Preis hier anhalten kann, darf, soll, dürfte, müsst, er muss, gar nichts muss. Ja? Wenn der Preis hier nicht anhält, dann nennen wir das ein Clean Rejection und die Reise geht weiter nach unten. Mario und seine Aussage spricht dafür, dass die Reise gen Süden weitergeht und wir haben eine Dollarstärke, die sich zeigt. Da musst du keine Angst haben oder Stress, du guckst einfach hier, Alligatormaul, Dollar wird stark, Dollar ist stark und wird stärker, Euro ist schwach, geht ein bisschen seitwärts im Moment, da bist du wieder, du cleverer Hedgefonds-Trader, Reinhold, es reicht ja auch, dass der Dollar weiter stark wird. Ja? Und so kann es sein, dass dieser Trade eben in diese Area reinläuft und dann, wir sind ja jetzt live dabei, werden wir ja sehen, wann der Long kommt oder nicht. Aber jetzt lass uns doch erstmal Target 1 erreichen und dann unter Umständen Target 2, wenn keine massive Stärke reinkommt. Und im Moment sehe ich keine Stärke, ich sehe nur Schwäche, die reinkommt. Reinhold, ich hoffe, das war okay. So, jetzt wollte ich diese Folie zeigen und die ist exorbitant wichtig. Studie, 12 Millionen Trader, war bei einem der größten FX-Broker in den Jahren 09 bis 10. Die haben 12 Millionen Live-Trades sich von Kunden angeguckt. 12 Millionen in 15 Währungspaaren. Echte Trades mit echter Kohle. Folgendes kam raus. In über 50% der Fällen lagen die Kunden in der Richtung, auf die sie gewettet haben, richtig. Also sie haben gewettet, Euro-Dollar zum Beispiel Long und er ging auch Long. Oder Euro-Dollar-Short, er ging auch Short. In 59% der Fällen, zum Beispiel hier im Euro-Dollar, lagen die richtig. Das ist ein voll professioneller Hit-Ratio. Wenn du ein Hit-Ratio von 6 von 10 Trades hast, was ja 60% sind, bist du ein Vollprofi. Dann weißt du, was du tust. Also, Herr Müller, Frau Schmidt, Reinhold, Pascal, Bernd, Andreas, ihr seid alle super im Handeln. Hier kommt das Problem. Der durchschnittliche Verlust ist größer als der durchschnittliche Gewinn. Das sind echte Konten, 12 Millionen Trades. Das ist echt. Und in Euro-Dollar liegst du 6 von 10 Trades richtig, aber nach 65 Pips nimmst du Gewinne mit und deine Verluste schließt du nicht, sondern du lässt sie fast doppelt so hoch weiterlaufen. Das ist das Problem und das ist Psychologie. Deshalb habe ich gesagt, ich kann euch alles, was ich über das Trading weiß, sagen. Es bedeutet aber nicht, dass ihr ohne einen Mentor erfolgreiche Trader werdet. Das ist das Problem für die meisten Menschen, das liegt daran, und da habe ich mir den Mund fusselig gequatscht, aber geht einfach auf meinen Blog und schaut euch diesen Vortrag an, der heilige Gral des Trading heißt der. Hier ist das Bild, heilige Gral des Tradings. Es geht am Ende um die Psychologie, um nicht mehr und um nicht weniger. Ja? Und in der Bank ist es einfach, weil da sitze ich neben dir und da sagst du, ich möchte jetzt gern long gehen. Und da sage ich, Reinhold, wieso willst du long gehen? Wir haben doch noch überhaupt keine Stärke gesehen. Ja? Die Kunden rufen noch nicht an, dass sie Euro kaufen wollen. Warum wollen wir jetzt eine Position eingehen? Warum? Und dann sagst du, okay, alles klar. Oder du bist short und du sagst, ah, ich bin hier nervös. Und dann sage ich, es klingelt hier das Telefon nicht und Allianz will hier noch nicht Euro kaufen. Also haben wir noch kein Target erreicht. Wenn du nämlich nicht dafür sorgst, dass dein durchschnittlicher Gewinner größer ist als dein durchschnittlicher Verlust, dann hast du nämlich genau das Problem, dass dein sogenannter Erwartungswert negativ ist. Ein Erwartungswert ist, mit wie viel Prozent Wahrscheinlichkeit habe ich einen Gewinntrade? Das haben wir eben gesehen, mit 60% Wahrscheinlichkeit. Und wie viel gewinne ich? 65 Pips. Und wie hoch ist meine Wahrscheinlichkeit auf einen Verlusttrade? 65, 1 minus 65%. 35% habe ich Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Verlust mache. Und wie hoch ist mein durchschnittlicher Verlust? 127 Pips. Und wenn ich das in die Formel einsetze, 59% mal 65 plus 41% mal minus 127, dann kommt da raus, jedes Mal, wenn ich Euro-Dollar handle, habe ich eine Wahrscheinlichkeit, 13,72 Pips zu verlieren. Und deshalb bilde ich aus, dass meine Trader ein Excel-Sheet führen und das Army-mäßig eintragen, was sie handeln
und nach 20 Trades können wir uns die zusammen ansehen. Und dann wissen wir, das ist das absolute Minimum, 20 Trades, dann wissen wir, ob ihr den Trading-Prozess richtig umsetzt oder nicht. Denn dann können wir sehen, was unter Umständen das psychologische Hindernis ist. Ja? Diese Gewinner laufen zu lassen, damit haben die meisten Menschen zu tun, ich kann auch psychologisch erklären, warum, führt jetzt vielleicht zu weit, und einfach Recht haben zu wollen oder zu müssen. Ich sage oft spaßeshalber, Frauen sind die besseren Trader, also das ist empirisch bewiesen, weil sie ein weniger großes Ego haben. Wir Männer müssen anscheinend Recht haben. Ja? Und wir können unsere Verluste nicht, wenn wir anfangs Trading lernen oder es versuchen, autodidaktisch uns beizubringen, nicht früh genug begrenzen. Und dann kommt etwas, ich habe diese Woche einen Coaching-Call gehabt mit einem Profi-Trader, der mir gesagt hat, ich habe wieder Rache-Trading betrieben. Also, er hat auf die Nase bekommen, nächster Trade auf die Nase bekommen, dritter Trade auf die Nase bekommen und dann hat er seine Kontrakt-Size so groß gemacht, dass er richtig auf die Nase bekommen hat. Ja, und das sagte ich heute Morgen, es gibt unser Handelskapital, das müssen wir immer schützen und dann gibt es jeden Tag aber auch unser psychologisches Kapital. Wenn ich zum Beispiel drei Trades in Folge verliere, dann höre ich auf zu traden für den Tag, dann habe ich frei. Oder wenn ich eine einzige Trading-Regel breche, mache ich den Computer aus, ich darf morgen erst wieder anmachen. Der Tag ist für mich vorbei. Und das muss ich machen, weil ich lebe von meinem Kapital. Mein Kapital, das sind meine Soldaten, die ich ins Gefecht schicke, das muss überleben. Nur wenn du Kapital hast, kannst du weiter mitspielen. Ja? Und deshalb müssen Profis auch nicht jeden Tag handeln und deshalb müssen Profis auch nicht, wenn Draghi quatscht, handeln. Jetzt kommt eine kleine Gegenbewegung, es bedeutet aber alles noch nichts. Ich will richtig, richtig Stärke sehen, ich will ein ganz, ganz sauberes Signal sehen. Ja? Wir haben hier Effort, bisschen erhöhtes Volumen on the result. Ich springe übrigens gerade wieder, ja, ich habe es gerade gemerkt, leicht höhere Preise, ist aber noch nichts passiert. Wir warten bei dem Trade weiter ab. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo die nächste Frage war. Ich habe einige Fragen nämlich verpasst. Ich gehe nochmal kurz hoch. So, hier ist eine Frage von Thomas über Nachschusspflicht. Ja, da kann ich kurz... Ja, die kann, genau, bitte sag du doch was dazu. Genau, also im realen Markt, man muss ja sagen, die Nachschusspflicht kommt ja auch aus dem Future-Markt und die ist natürlich existent, genauso wie es zum Beispiel ja die Farce gibt, dass es garantierte Stops am Markt gibt. Wo gibt es denn sowas? Also der Markt, also wenn jemand einen Stopp garantiert, eine Ausführung, dann muss er den Preis selber stellen, womit wir wieder beim Market Maker Pool wären. Das heißt, das ist ein Riesenthema, garantierte Stops gibt es als solches nicht. Wenn die doch angeboten werden, von gewissen Brokern, da muss man sich sicherlich fragen, wie die sich da absichern. Und deswegen auch gerne mal. Genau, genau. Und deswegen Nachschusspflicht, ganz, ganz heißes Thema. Im Sinne der BaFin-Verfügung, die ja jetzt zum 20.01. in Sachen der schriftlichen Eingaben endet und die BaFin wird ja hier das Reglement anziehen, verschärfen dahingehend, werden wir bei JFD Brokers natürlich auch. Und wir haben eine Nachschusspflicht, das heißt, ihr bekommt ja im Prinzip durch den Hebel Ein Kredit vom Broker, um sozusagen gehebelt zu handeln. Und bislang war es bei uns so, dass wir natürlich die Nachschusspflicht als solcher, wenn sie denn kam, wir haben ja Margin Calls, Alerts, wir haben ja automatische Selling Positions, das heißt Algos verkaufen automatisch Positionen, wenn man in den Margin Call reinläuft, aber bei solchen schwarzen Schwänen, wie zum Beispiel hier die SMB-Geschichte am 15. Januar 2015 eben, da hat es eben viele Konten zerhauen und deswegen hat die BaFin jetzt die Allmachtsidee, die Nachschusspflicht abzuschaffen. Wir werden uns dem natürlich da stellen, werden da entsprechende Sicherungsmaßnahmen treffen, insofern, dass wir eben den Hebel verringern, beziehungsweise hier auch da eben Wert drauf legen, gerade vor Events, die Margen anheben oder die Sicherheitsleistung, die der Trader hinterlegen muss, anzuheben, um uns da sozusagen zu schützen. Aber die BaFin legt Wert drauf, dass, wenn man in Deutschland sozusagen CFD und Forex anbietet, auf die Nachschusspflicht verzichtet, sozusagen. Und das werden wir natürlich dann auch machen als solches, also praktisch die Airbag-Funktion, die im Prinzip früher nur von Market Makern gegeben wurde, weil so eine Sicherheit am Markt zu verkaufen ist schon irrelevant. Aber wir werden die, wie gesagt, mit internen Sicherheitsmaßnahmen schon so weit regulieren, dass es nicht dazu kommt. Dennoch kann man es nie ausschließen, aber die Nachschusspflicht laut BaFin muss wegfallen, wenn man hier in Deutschland praktisch weiter Handel anbieten will. Und Deutschland ist ein interessanter Markt für uns. Unglaublich, wirklich. Es ist unglaublich, das öffnet im Prinzip wirklich ein Market Maker die Tür nach dem Motto, ja, na gut, dann machen wir das mal so, ne? Dann verzichten wir mal auf die Nachschusspflicht. Und es gab schon viele Broker vor einigen Jahren, die dann auch die Nachschusspflicht schon abgeschafft haben, aber das hat eben mit dem realen Markt als solches nichts zu tun. Ja? Der Trader hat dann nichts zu tun. Durch die Margen, durch den Hebel bekommt er ja praktisch einen kreditfinanzierten Trade und das ist natürlich ein Risiko, das in die eine Richtung geht und in die andere. Und das ist am Future-Markt schon seit
Bestehen des Marktes so, aber am CFD-Forex-Markt wollen sie das Rad neu erfinden. Deswegen wird es mal spannend sein zu beobachten, aber wie gesagt, wir werden uns den, sage ich mal, gesetzen und es wird auch spannend, wenn dann praktisch das europäische MiFID 2 kommt im Jahr 2018. Da werden übrigens dann wahrscheinlich auch solche, ich sage das schon im Teil 1, Bonuszahlungen auf Einzahlungen wegfallen, weil das auch absolutes Casino-Modell ist. Wir hatten auch bei JFD noch nie Bonuszahlungen, weil das genauso ein Humbug ist, dass man den Trader sozusagen erstmal nochmal Geld verdoppelt auf seinem Konto, was er am Ende sowieso verlieren wird, weil auch schon damit kalkuliert wird, ist es ein ganz schweres Eisen, aber das, wie gesagt, wird auch wegfallen müssen und viele Reglements werden jetzt in 2017, 2018 da auf den Weg gebracht. Letztlich unterm Strich, uns kommt es entgegen in Sachen Transparenz, denn die Broker, die hier dann tatsächlich ihre Schieflage, und ich verweise da nur auf die auf Alpari UK zum Beispiel, zum SMB-Geschäft. Da ist ja der größte UK-Broker pleite gegangen aufgrund dementsprechender Schieflagen, weil er dann praktisch auch die Löcher stopfen musste und nicht mehr konnte. Und das ist natürlich genau der Punkt, wenn man das, sage ich mal, nicht absichert, zu viel in die eigenen Bücher nimmt und auch dann praktisch gegen den Markt sich stellt, kann es eben auch selbst Broker erwischen, die hier dann die Hosen runterlassen. Und das haben wir da gesehen. Aber zur Frage selbst, wie gesagt, die Nachschusspflicht werden wir auch im Sinne der PAFIN-Verordnung entsprechend streichen müssen. Wenn das offizielle Dokument dann rauskommt, alle Broker sozusagen ihre Zeit, und es sind 3 Monate, haben sich auf das Thema einzustellen, werden wir das genauso tun. Alle unsere Kunden werden da entsprechend informiert, aber wir sind nach heutigem Stand innerhalb von einem Tag so weit, dass wir uns den Gesetzen sozusagen beugen können. Also wie gesagt, da ist es ein bisschen irrational oder auch nicht nachvollziehbar, was die BaFin da macht, aber das ist wie gesagt eh eine Behörde, die hier zum einen übrigens großen Schutz vokabilisiert, und da muss man auch ganz sagen, vielleicht kennt sich der ein oder andere aus, nochmal mit MF Global, FCA oder FX Direct, eine von der BaFin kontrollierter Forex-Broker, der auch in Schieflage geriet und Kundengelder verbrannte. Das heißt, auch eine Regulation durch die britische FCA oder die deutsche BaFin garantiert nicht, dass der Broker hier, sage ich mal, eine reine Weste hat. Das mal an dieser Stelle nochmal nachgehakt. Aber zurück zum Markt. Wir wollen jetzt hier nicht weiter einprügeln, aber es sind interessante Themen, die sich natürlich da auch immer wieder auftun, und die Fragen dürft ihr uns jederzeit natürlich stellen. Ne? Also jetzt mal weiter zu den anderen Fragen. Ich hoffe, Thomas, die Frage ist dahingehend beantwortet. Ich habe mich vielleicht auch schon wieder ein bisschen verloren im Rausch des Redens. Okay, Frage an mich vom Richard, ob man im Seminar im Januar ansteigen kann oder auch im Februar. Richard, ja, Januar wäre wichtig. Tut mir leid, das so zu sagen, weil ab dann geht das Mentoring wieder los. Und das nächste Seminar ist erst wieder für Ende April oder Mai geplant, wobei ich selber sehen muss, ich sage dir so, wie es ist, ich mache mir sehr viel Mühe damit. Ja? Also du liegst Tag und Nacht, poste ich Artikel, die relevant sind, ich produziere Content, ich mache und ich tue. Davon kannst du aber nicht leben. Ja? Das ist wirklich so eine Geschichte, weil ich das sehr, sehr gerne mache. Aber diese Zeit geht von meinem eigenen Trading ab. Wenn du es einrichten kannst, komm jetzt im Januar. Ich werde es auf jeden Fall so weiter durchziehen im Januar. Und dieses Seminar wird extremst wertvoll sein. Du musst dir überlegen, ich habe jetzt vor einem Jahr den ersten Durchlauf gemacht. Dann im Sommer haben wir unseren Inner Circle Workshop gehabt. Ich habe so viel Feedback von meinen Tradern, mittlerweile kann ich von einigen schon behaupten, Freunden. Das ist jetzt die noch bessere Version, vor allen Dingen für Arbeitnehmer, dass du eben, was du lernst, so umsetzen kannst, dass es für dich realistisch ist. Ich weiß ja gar nicht, was im April ist, ob es dann wirklich stattfindet oder nicht. Sollte es dir also möglich sein, komm gerne im Januar. Ich bin auch willens gerne für alle, die heute dabei sind, den Discount wiederzugeben, den wir bei der Messe auch gegeben hatten, als Marketingmaßnahme. Oh yes, Jay, das ist ganz gut. Entschuldigung, ja? OJ, das ist ganz gut. Also da, wie gesagt, gebe ich sogar noch einen oben drauf. Wenn ihr ein Live-Konto eröffnen würde, kriegt ihr die ersten 25 Trades sogar provisionsfrei. Also ohne Handelskommission. Ja. Also ich würde sagen, das war genau wie die Kameraaktion vorhin nicht abgesprochen, ja. Aber ich sag mal, wenn du schon mit deinem jetzt einen Rabbit auf dein Seminar gibst, ja, dann sage ich jetzt einfach mal und breche die Lanze, okay, wer von euch heute ein Live-Konto eröffnet und Mindesteinzahlung sind nur 500 Euro und ihr handelt dann wirklich bei dem, ich sag mal, transparentesten Broker, den es hier in Europa gibt, wenn nicht sogar weltweit. Ich will mich aber hier nicht aus dem Fenster legen. Es gibt gute ausländische Broker auch, aber im Grunde genommen, wie gesagt, kriegt ihr 25 Free Trades
wenn ihr praktisch ein Live-Konto heute eröffnen würdet. Neben dem Rabatt, den Jay hier euch schon um die Ohren haut, gibt es das gleich oben noch drauf für alle die keine Live-Konten haben. Ich müsste das allerdings mit dem Kundensupport mal klären. Also wer da Bock drauf hat, ein Live-Konto zu eröffnen, über den Demo-Link, den ich vorhin geschickt habe, könnt ihr genauso dann auch ein Live-Konto eröffnen. Aber schreibt das kurz mal in den Chat rein und dann vielleicht dazu bei den Anmeldegeschichten Webinar-Jay. Ja, dass ich weiß, dass ihr auch hier wart und dann praktisch daran teilgenommen habt. Die Aktion gilt ja, sagen wir mal, 7 Tage für alle, die das Webinar nachher in der Aufzeichnung angucken. Könnt ihr auch gerne noch einstecken. Aber Jay, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber geile Aktion. Ja, cool. Bei mir schreibt er einfach rein, JFD-Webinar, dann weiß ich Bescheid. So, Pascal sagt, wenn Draghi fertig ist mit Sprechen, kann ich dann wieder einsteigen. Ja, Pascal, wenn die Märkte sich jetzt beruhigen, wir haben jetzt... ist alles wieder ruhig, Märkte konsolidieren ein bisschen, wir gucken auf die Uhr, 15.30 Uhr, alles d'accord. Wir schauen jetzt, das ist immer ganz wichtig, dass du dir, Pascal, bitte immer noch mal vor Augen führst, was kommt jetzt wann für Zahlen. 16.30 Uhr kommt Natural Gas, völlig Humpe, 17 Uhr Crude Oil Inventories, auch egal. Okay, das heißt, wir haben jetzt normale Märkte, wenn wir jetzt einen guten Trade sehen könnten oder würden, wunderbar. So, das hier nennen wir einen Test nach Nachfrage am 14er IMA. IMA steht immer für Exponential Moving Average. Ah, jetzt ruft der Lothar Albert an. Das ist der Boss von Traders Magazine. Na, ja, sowas. Witzeshalber gehe ich kurz dran. Hallo Lothar, der Jay hier. Hi, ich bin gerade im Webinar. Darf ich dich nachher zurückrufen? Bitte. Okay, mache ich. Bis gleich. Ciao, ciao. Lustig. Okay, fair enough. Der ist Teilnehmer, der gehört gemeinsam zu, sage ich dir. So sieht's aus. Ja, ja. sobald er so. Die nächste Frage, wenn der untere Level erreicht ist, würdest du dann die Gegenbewegung handeln, Andreas? Ja. Gegenbewegung. Ich habe immer ein Auge auf 16 Uhr, weil da, ich zeige es, okay, jetzt flackert es gleich wieder, aber ich zeige es trotzdem noch einmal ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Option Expiries, ja, 106, 106,25, das könnte nochmal relevant werden. Wir haben jetzt keine Zahlen mehr, die uns irgendwas versauen könnten, ja. Wir haben jetzt gerade den Test for Demand und jetzt schauen wir mal. Du musst dir das so vorstellen, ein Markt, der nicht ein Low durchbrechen kann, muss quasi erstmal wieder steigen, um genügend Verkäufer zu finden, um dann quasi mit erneuter Firepower da durchzubrechen. Was wir hier nicht gesehen haben, ist exorbitantes Volumen. Und das ist gut, weil wir haben hier kein Stopping Volume. Ja? Wir haben aggressive Verkäufer hier gesehen und deshalb gehe ich weiterhin davon aus, dass wir tiefere Preise sehen. Handel, sagte ich heute Morgen, ist weiterhin so, Andreas, ist ein reiner Handel von Wahrscheinlichkeiten. Im Moment, fundamental, was gesagt wurde und wie sich das Bild technisch gerade zeigt, ist das meine Erwartungshaltung. Heißt gar nichts, nichts. Es kann sich jederzeit, immer und überall wieder etwas ändern. Ja? Aber ich habe ja immer ein Auge auch auf unseren Indikator. Ich zeige den ruhig öfters. Ich wünschte, euch könnt ihn schneller zeigen. Da sehe ich jetzt zum Beispiel interessant, wie die Pfundstärke auf einmal gekommen ist. Ja? Das Pfund ist sehr stark. Und in der letzten Stunde sehen wir, dass der Dollar nicht mehr die stärkste Währung jetzt ist. Und das ist auch etwas, wir können uns also Pfund gegen Yen ansehen, das hast du ja eben schon gesagt. Ja? Aber ich hatte versprochen, wir gucken uns erst weiter die Fragen an. Also Andreas, die Gegenbewegung würde ich nehmen, wenn ich Stopping Volume sehe und wenn dann nach dem Stopping Volume der Automatic Rally Level gebrochen, getestet und dann wegläuft. Dann würde ich ihn nehmen. Okay? Im Moment ist das hier zum Beispiel ein aggressiver Short Trade. Hier drunter jetzt shorten ist ein aggressiver Short Trade und ich würde den Stop Loss hier drüber legen, also über dieses Niveau. Ja? Aber nochmal, aggressiv. Du bist hier mit, wow, das sind immerhin schon mal 34 Pips. Ich würde ihn also nicht hier hinlegen. Das ist etwas, was ich schmerzlich lernen musste. Die Volatilität kann dich aus einem guten Trade öfters mal raushauen. Ja? Ich glaube, der Klaus kann auch ein Lied davon singen. Aber das ist ein Trade, den du nehmen könntest. So, wir haben jetzt, wenn wir das ausrechnen, ich weiß nicht, ob ihr das könnt, du kannst zum Beispiel auf Babypips gehen. Ich will es einfach nur mal zeigen.
Wir haben, glaube ich, ein Euro-Konto genommen und das sind jetzt hier 10.000 und dein Risiko ist 1% und dein Stop-Loss, hat mir gerade gesagt, ist 35 Pips und es ist Euro-Dollar und dann fragt er dich, was ist der Preis für Euro-Dollar gerade? Und der Preis für Euro-Dollar ist, 10615, roundabout, 10615. Dann hackst du hier, natürlich gibt es auch EAs, die sowas für dich machen, aber du musst es halt auch mal eingeben lernen. Dein Risiko ist 1%, bei einem 10.000 Euro Konto sind das 100 und du kannst 30 Mikrolots fahren, ja, oder 3 Minilots. Das heißt also jetzt, wenn du dann hingehst und du sagst, du möchtest jetzt diesen Short handeln, dann gehst du auf neue Order. Ja, das gefällt mir zum Beispiel nicht, dass er, aber es ist kein Volumen, es ist wurscht, okay? Gibst erstmal deine Lotzahl ein, 0,30 Mikrolots. Stop-Loss, Take-Profit machen wir gleich. Und wir sagen vom Niveau 1,06. Also, das war nämlich auch eine Frage, wenn ich in den Markt rein will, nehme ich eine runde Zahl, also 10610 zum Beispiel. Wenn ich nicht ausgestoppt werden möchte, dann nehme ich eine ungerade Zahl. Also hier ist 46, 47 ist mir, also am besten eine Zahl, die auf 3 oder 7 endet. 47 ist mir zu nah, wäre dann also die 53. Ich gehe hoch auf 53. Hier oben würde der Stop-Loss liegen können bei diesem Short, wenn ich bei der 10 Short gehe und dann, oh, dann habe ich 43 Pips sogar. 43 Pips kann ich aber schnell ändern. 43 Pips, kalkuliere das, sind wir bei 24 und muss aber jetzt nochmal kurz gucken, ob der Trade dann noch Sinn machen würde. Wenn ich von der 10 runtergehe, da ist dieses, achso, ich habe meine Targets nicht eingezeichnet, ne? Kein Problem, machen wir schnell. So. 43 Pips Risiko. Das ist ein 1:1. Hier drunter, der geht. Das heißt, wir müssten die 10537 oder was auch immer das ist nehmen. Ja? Das heißt, wir gehen, das war jetzt unser Level, wir sind jetzt drin. Mit, ach, jetzt habe ich 0,3 genommen und nicht 0,4. Egal. Stop-Loss geben wir kurz ein. Der Stop-Loss ist 0,653. 0653, so macht das nicht, sorry. Jay, rock the market. Ganz kurz, Jay, wenn du das eingibst, Harald, ich habe dir den Link nochmal reingestellt. Ja, also der Link zum, da kommt es ja auf den Demo-Account und wenn ihr den oben rechts da schaut, da steht Live-Konto, da könnt ihr dann theoretisch auch direkt das Live-Konto dann sozusagen eröffnen und wie gesagt, das Angebot da zählt. Ihr müsst euch dann entsprechend nur die Anmeldeformalitäten durchführen und dann war es das auch schon, aber das ist wie gesagt, neben dem, testet uns gern live, das ist auf jeden Fall fast schon eine Pflichtkür und wer eben hier dann live per Demo, testet uns per Demo-Account und wer uns dann live sogar dann testet, wie gesagt, 7 Tage gültig die Aktion, you have it. Aber wieder back to the market, Jay. Also, kann ich jetzt so, ist für mich schwierig zu erklären, warum, weshalb, wieso, die Worte etc. pp. Das ist ein Test für Nachfrage. Das ist ähnlich wie hier. Hier kam das hohe Volumen rein, dann kam der Test am 14er EMA. Aber da hat Draghi noch gesprochen, sonst wäre der erste Short Trade schon hier gewesen. Okay? Ist so, akzeptiere es im Moment bitte so, Automatic Rally, Added Test, abgewiesen worden, wunderbar. So, dann sind wir mit wenig Volumen auf ein neues Tief gelaufen, wunderbar, wieder die Gegenreaktion, wieder am 14er EMA, wieder ein Test nach Nachfrage, der abgewiesen wurde. Ja? Das ist ein hochgradig aggressiver Short Trade jetzt, hochgradig aggressiv, aber nichtsdestotrotz, wir spielen ihn. Würde ich ihn jetzt mit meinem eigenen Geld so nehmen? Ja, aber es liegt auch daran, dass ich das Jahr gut begonnen habe und es ist eine psychologische Geschichte, wenn du eben vorne liegst. So,
Aber der Prozess ist immer der gleiche. Also ich habe bei diesem Trade nichts anderes gemacht als bei diesem Trade. Es ist derselbe Test, es ist dasselbe Lesen von Preis und Volumen, es ist das Target ist klar. Jetzt ist es völlig, ist es egal. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ja? Entweder es wird ein Gewinner oder es ist ein Verlierer. Aber der Prozess war korrekt eingehalten. Ich hoffe, das macht Sinn. So, das war die Frage von Andreas. Jetzt gucke ich weiter. Boah, ich habe viele Fragen. Bernie, wie wäre das mit dem Ausstopp mit geraden und ungeraden Zahlen? Ja, Bernie, pass auf. Nochmal ganz kurz. Wenn ich in einen Markt reingestoppt werden möchte oder ich möchte dabei sein, dann nimmst du bitte eine runde Zahl. Also 10 zum Beispiel. In dem Moment, wo wir reingegangen sind, war der Preis bei 10.4. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Diese fünfte Stelle, Bernd, die heißt ja Pipette. Das ist eine totale Verarschung von den Brokern. Banken handeln mit 4 Stellen. Das ist einfach, um noch mehr Geld aus dem Retail-Kunden rauszuziehen. Okay? Wenn dein Stop-Loss nicht getriggert werden soll, dann nimmst du so einen Swing-Punkt, so wie hier. Dieser Swing-Punkt ist, sehen wir ja, 10645. 45 ist zwar eine ungerade Zahl, ist aber keine 3 oder 7. Jetzt könntest du hingehen und sagen, okay, den Stop-Loss, der soll nicht ausgelöst werden, dann nehme ich 10647. Das ist mir persönlich auch noch zu eng an der 045. Also gehen wir hin und nehmen die 10653. Und dann rechne ich das einfach aus. Und dann nimmst du so etwas und schreibst hier rein, wie viel Kohle habe ich in meinem Konto? Ich will 1% riskieren. Wie hoch ist mein Stop-Loss? Habe ich ja gerade gezeigt, wie du das messen kannst. Was ist der Euro-Dollar-Preis gerade? Und dann kalkuliert er das und du müsstest 24 Mikrolots für diese Position fahren. Das habe ich jetzt eben wegen Vorführeffekt und so falsch gemacht. Wir sind nämlich nicht 24, sondern 30 Mikrolots short. Ja? Bitte verzeiht mir das. So. Ich persönlich mag es, wenn 50% von dem Trade potenziellen Ziel erreicht sind, dann den Stop-Loss auf plus minus 0 zu nehmen. Da sind wir natürlich jetzt weit von entfernt. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Vor allen Dingen eben beim Swing-Trading ist das sehr vorteilhaft, weil du ja arbeitest, du bist ja Arbeitnehmer. Du hast ja jetzt nicht wirklich die Zeit, die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen. Ja? Aber wenn das Tagescharts wären oder 4-Stunden-Charts, dann ist es derselbe Prozess. Was du also lernst und Märkte lesen lernen, das kannst du überall wieder drauf anwenden. So, jetzt sagt der Pascal, so, Pascal will in Zukunft mal teilnehmen. Klasse, Pascal. Wann kann man long einsteigen beim Euro-Dollar? Ja, Reinhold, wenn der Markt uns das sagt, dass wir genügend Stopping-Volume haben. Kann natürlich auch sein, dass hier nach dieser Bewegung der Markt jetzt verreckt und das war's. Ja? Was weiß ich. Aber vom Prozess, von der Struktur, vom Lesen her war das der richtige Trade. Den kann ich so nehmen. So, da sage ich nur Stop-Management. Es muss mindestens 2:1 sein. Ja, richtig. 2:1 ist perfekt. Ich hatte eben gesagt, Pascal, ich propagiere auf 1,5:1 aus der Tatsache heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du 1,5 R bekommst, ist ja höher als 2 R, weil der Markt weniger laufen muss. Und das ist auch erstmal gut so. Dadurch gibt es erstmal Erfolgserlebnisse, was gerade am Anfang einer Trader-Ausbildung sehr positiv sich auswirken kann. Okay? So, Thomas hat sich für die Antwort bedankt mit der Nachschusspflicht. Ja, und übrigens Thomas, also Thomas sagt, es ist so, das ist ja beim Futures Trading auch so, du kannst mehr Geld verlieren, als du eingezahlt hast. Wenn jetzt ein Broker wie JFD dir anbietet, dass du das nicht tun musst, übrigens Alpari, FXCM musste ja gerettet werden, nachdem die S&B ihren Floor rausgenommen hatte, Entschuldigung, ihren Currency Pack, also ihre Kopplung gegen den Euro, da sind sie aufgrund der Tatsache, dass Kunden ihre Nachschusspflicht nicht bedienen konnten, sie aber gegenüber ihren eigenen Großbanken, von denen sie ja die Kurse bekommen, gegenüber eine Nachschusspflicht haben. Deswegen sind diese Broker wie Alpari und einige andere, Saxo Bank, sind pleite gegangen. Ja? Also, das ist ja super, dass das BaFin sich so eine Schwachsinnsregel ausdenkt. Die Wahrheit ist, und wenn ihr euch das Traders Magazine, ich glaube im Januar oder Februar kauft, da ist ein Forex Special Teil diesmal dabei. Und da habe ich genau über dieses Thema einen Artikel geschrieben. Da geht es darum,
dass du mehr Geld verlieren kannst, als du eingezahlt hast. Und das ist in der Vergangenheit immer wieder für Herrn Müller und Frau Schmidt, also so Fälle von Retail-Tradern, die daran bankrott gegangen sind. Ja? Deshalb nie mehr als 1% Risiko pro Trade. Nie, 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 niemals, nie, nie. Punkt. So, nächster Punkt. So, was, ich gucke, ob hier noch eine Frage war. Ja, danke. Von wann bis wann geht das Seminar? Richard, das geht vom 28. Januar bis zum 30. Januar. Dann haben wir eine Gruppe. Im Moment läuft das über Facebook. Ich schaue mal, ob ich die Webseite umprogrammiere, dass wir eine eigene Gruppe dort machen. Aber vielleicht nutzen wir auch Facebook weiter. Müssen wir mal schauen. Das Blöde bei Facebook ist halt, alles, was ich da reinstelle, gehört Facebook. Das ist halt ein bisschen doof. So, und dieses Coaching, dieses Mentoring besteht eben darin, die Trades, die ich mache, dass ihr die seht, die Trades, die ihr macht, dass ihr mir die zeigt, dass wir über diese Technologie wie Webinar-Software zusammen traden. Ja? Wenn du aber sagst, ich bin berufstätig, ich möchte das Swing-Trading betreiben, dass wir eben dann das Swing-Trading zusammen betreiben. Und du für dich einfach diesen Skill erlernst. Und das ist nicht so schwierig, wenn du eben die Lernschritte einfach abarbeitest. Es ist wirklich, es ist nicht kompliziert, es ist aber dahingehend komplex, weil dir eben deine Psyche einen Strich durch die Rechnung machen kann. Nicht muss, aber kann. So, was halte ich, Andreas fragt, was halte ich von Stop nachziehen? Wenn ja, ab welchem Zeitpunkt? Habe ich, glaube ich, indirekt schon beantwortet. Ne? Also ich mag gerne Stops nachziehen, wenn ich 50% vom potenziellen Target erreicht habe. Aber das muss nicht sein. Wir haben einen EA programmiert, der Russe, für unsere Breakout-Strategie. Da ist es so, die Stops basieren, Chris hat es auch gesehen, auf den, der guckt 10 Balken nach links zurück und errechnet damit den sogenannten Average True Range und zieht diese Distanz, wir sind jetzt short, von dem Balken vorher ab. So, ich kann das vielleicht auch gleich mal zeigen. Egal. Was es bedeutet, ist, Andreas, dieser Stop basiert auf der inhärenten Volatilität in dem Paar, in dem du gerade handelst. Und das ist eine sehr clevere Idee, das ist ein sehr guter Stop, einfach die zu dem Zeitpunkt vorbefindliche Volatilität zu nutzen und die als einen Stop zu machen. Jay? Das kann aber auch. Ja, Entschuldigung. Da fahre ich gleich mit ein. Zeig das Template ruhig mal. Ich muss sagen, seit ich, also bevor ich auch dein Seminar genutzt habe, habe ich schon, sage ich mal, den Sinn und Zweck einer Average True Range erkannt und habe seit ungefähr 4 Jahren oder 5 Jahren mittlerweile sogar schon, wir haben jetzt 2017, mich generell an der ATR, sage ich mal, orientiert, weil das ist wirklich ein Gardemaß, um die Volatilität einzuschätzen, der Vergangenheit natürlich nur, aber um hier so eine Messfeder zu haben, wird die Volatilität kleiner oder größer, sich da sozusagen mit der ATR sozusagen in dem, im Markt zu bewegen. Das ist eine sehr, sehr gute Stop-Variante. Wenn man das so zum Beispiel dann noch mit so einem Parabolik sah, aber jetzt wollen wir nicht zu sehr abweichen, aber das ist dann auch so ein exponentiell funktionierende Trendfolgesystem, das kann man aber kombinieren mit einer ATR, da hat man wirklich ein sehr schönes Stop-Loss-Level, auch um den Stop immer nachzuziehen zum Beispiel. Ja, genau. Parabolik Rs, Stop and Reverse, das System ist entweder immer long oder immer short. Genau. Das ist halt ganz gut. Was ich versuche, euch mit auszubilden, und das ist, glaube ich, meine Kernmessage, ist, dass du jeden Chart nehmen kannst, jeden, egal ob das Öl, Gold, Euro, Dollar, ist mir wurscht, was ist, und du ihn lesen kannst. Das ist mir halt wichtig. Und das in Zusammenhang stellst, ich sage das immer wieder, ich möchte euch damit auch nicht langweilen, im Zusammenhang stellst, mit welches Thema fundamental gerade im Markt gespielt wird. Und dann kann das sehr, sehr leicht wirken, das Trading. Ich sage das extra nochmal, es kann sehr leicht wirken. Weil es ist ein Unterschied, ob du mit 10.000 Euro handelst, ist mir völlig scheißegal, ob die weg sind, oder ob ich mit 500.000 handle, dann wird schon ein bisschen interessanter von der Psychologie her. Aber da ich euch in Lernschritten daran führe, ist es so, dass du am Ende des Tages, auch wenn du Fremdgelder verwaltest, es dir egal ist. Also ein Anfänger-Trader macht das so, ne? Der guckt jetzt hier unten, oh, 30 Euro, oh. Und der ist von dem einzelnen Ergebnis des einzelnen Trades abhängig. Das ist aber irrelevant. Das ist ein Trade von Hunderten. Das ist völlig wurscht, was hier gerade passiert. Ja? Nur
den Prozess einhalten. Darum geht es halt langfristig. Das Template würde ich gleich nach der Abarbeitung der Fragen wenn zeigen, Chris, wenn das möglich ist. Klar. Weil ich mich sonst wieder verhedder. Ja? Also, Stop nachziehen, Andreas, ist entweder ganz manuell, wenn du davor sitzt, nachziehen nach diesen Swing Points, ja? Beziehungsweise, wenn du ein Price Action und Volumen unterstütztes Signal bekommst, dass die Short-Positionen in unserem Fall jetzt aufgelöst werden und sich vielleicht sogar in Long-Positionen drehen. Ja? Solange das nicht der Fall ist, kann ich dem Markt auch Luft zum Atmen lassen. Okay? Also ich könnte jetzt hier hingehen und den Stop nachziehen, das mache ich aber gar nicht. Wir haben noch nicht mal das Swing High durchgebrochen. Und das Swing High, das Swing Low, Entschuldigung bitte. Das Swing Low brechen ist für mich jetzt erstmal der nächste Decision Point, auch beim Weekly Pivot. Und dann habe ich hier Widerstand. Also hier ist einiges. Hier können jetzt zwei Dinge passieren. Entweder der Markt schlägt hier ein und bricht dann. Ich erwarte dann einen sogenannten Stop Run, also ein Pin Bar. Es wird dann, das sehen wir ja dann gleich, Pin geben, der reinschlägt und dann aber abgewiesen wird. Eine klare sogenannte Price Rejection. Oder wir kriegen ein Clean Rejection von dieser gesamten Liquiditätszone und rauschen weiter nach unten. In welchem Fall ich, wie gesagt, dann hier unten das Target erreichen würde. Wenn ich mir das hier übrigens angucke, ist S2 echt ein attraktives Target. Chris, du könntest mir mal über Skype oder so dein ATR-Ding schicken, wo du Daily ADR High und Low hast. Mhm. Das wäre nämlich super interessant, wenn das Ding jetzt auch hier ADR Low zum Beispiel zeigen würde. Ja? Ich kann dir sagen, wo es ist. Ja, sag mal bitte. 1058. 1058. 23. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja auch hier unten in dieser Area. Dann. In dieser, beim Weekly, beim Monthly Pivot müsste es irgendwo in dem Bereich sein. Also da, das ist definitiv 1,5823. Das ist, wie gesagt, kein Zufall. Also in dem Moment wäre ich dann auch versucht, genau dort unter Umständen Gewinne mitzunehmen, weil jetzt haben wir den US-Handel schon eine halbe Stunde laufen. Wir kommen jetzt in die US-Session rein und das ermüdet sich langsam. Ja, genau, die US-Session kann alles anders sein. Alles. Ganz genau. Also es ist ganz häufig, dass die US-Session den vorherrschenden Trend dreht, ja. Was ich natürlich cool fände, ist, wenn die Jungs jetzt mal anfangen würden, den Dollar wieder zu kaufen. Das tun sie. Also US-Dollar-Yen knallt ja von einem Tageshoch aufs nächste. Ne? Also US-Dollar-Yen ist ja bullisch unterwegs. Aber hier Monthly Pivot, das ist 1,5823. Also es passt, das ist wirklich schon ein schönes Level. Ja, ja, das ist ein super Level und da könnten wir den Trade dann auch schließen. Wobei, das ist dann wieder dieser Mist. Dann habe ich nicht 1,5:1 gemacht. Korrekt, ja? Korrekt. Das ist langfristig, ich sage es jetzt extra so, es tut mir leid, scheiße. Du darfst diese Trades im Grunde nicht mehr anfassen. Du brauchst schon eine Art statistischer Komponente. Wenn du natürlich sehr, sehr erfahren bist und wir kriegen hier ein Price-Action-Signal und das Ding hält, ja, dann nehmen wir das. Das heißt, wir peilen zwar 1,5R an oder 2R, aber wir sind ja keine Roboter. Deshalb, nochmal, kriegen Menschen bei Banken Millionengehälter und Boni, außer bei der Deutschen Bank, weil ein Roboter, ein EA, das nicht kann. Ein Roboter bleibt stumpf short, bis hier unten einschlägt oder hier unten beim Target einschlägt. Ja? Ein Mensch sieht aber, dass sich im Markt etwas verändert, dass wir die US-Session haben etc. pp. Und reagiert darauf. Ja? Wir sind quasi wie ein Pilot von einem Airbus oder Boeing, was weiß ich. Und wir haben das Fliegen gelernt und wir reagieren aber, wenn sich das Wetter ändert. Ja, dann müssen wir halt die Flughöhe ändern oder so. Und das ist ein, auf Englisch heißt das Slippery Slope. Da, wenn du dann anfängst mit deinen Trades da einzugreifen, dann kann das manchmal sehr, sehr negative Folgen für dich haben, weil du dir unter Umständen falsche Trading-Angewohnheiten aneignest. Und ich sagte das heute Vormittag, jeden Trading-Fehler, den du machst, weil du dabei Emotionen verspürst, die intensiv sind. Der Mensch lernt intensiver durch Emotionen, verstärkst du damit eine Synapse in deinem Gehirn, die dir dann das erfolgreiche Trading erschwert. So, nächste Frage. Ich springe wieder, ich gucke auf die Fragen.
Bitte nochmal den Link zum CFD-Live-Konto einstellen. Kannst ja vielleicht nochmal CFD-Konto-Link machen. Habe ich bitte direkt schon reingestellt. Kurz mal Feedback, ob der angekommen ist, liebe Leute, für alle die, die neu sind. Wir sind übrigens sensationell, liebe Leute. Wir sind tatsächlich wieder an dem Punkt, wo wir heute Morgen waren. Das heißt also noch nicht ganz, aber der Raum ist so gut wie gefüllt. Insofern vielen Dank, dass ihr da tatsächlich heute Nachmittag alle aufgeschlagen seid. Und der Link ist unten drin. Und wie gesagt, wenn ihr die 25 Free Trades bei Eröffnung eines Live-Accounts haben wollt, dann einfach Webinar-J bei der Kontoeröffnung dazu schreiben und dann freue ich mich drauf, dass ihr auf jeden Fall dann da handelt, wo es sich, sage ich mal, auch auszahlt, weil hier keine Fakes gemacht werden. Aber hier der Trade für dich live, heute Morgen Neuseeland-Dollar, den konnte ich, wie gesagt, live nicht einstreuen, aber den haben wir sozusagen dann nochmal nachskizziert, aber hier jetzt, sage ich mal, die Education dahingehend, wie gehst du vor, Jay, wie machst du das? Hervorragender Einstieg ins Retracement, also wirklich alles richtig gemacht und ich sage mal, wie du den Trades jetzt managst, das ist natürlich wieder eine ganz spezielle Sache. Ja, richtig. Und wie gesagt, ich persönlich warte jetzt. Also wir wissen, hier ist eine Decision. Hier, die ganze Area kann Probleme für diesen Trade bereiten. Ja, aber es ist alles fein, es ist alles okay. Was ich jetzt unschön finde, ist natürlich, wenn wir jetzt diesen Vor-Effekt haben und dann hier einen Minus-Trade haben oder so. Kann aber passieren. Ist dann schade. Bitte nehmt das nicht zu ernst und so. Der Prozess ist der richtige gewesen und es ist vielleicht auch okay, einfach mal zu sehen, wie du so einen Trade managst. Es liegt nicht in meiner Macht, in niemandem. Du kannst nichts vorhersehen, auch kein Indikator, kein Trader, niemand kann vorhersehen, was der sogenannte Order Flow ist, nachdem du in eine Position reingegangen bist. Ja? Es entscheiden nur alle Orders und alle Transaktionen, die nach dir passieren, ob dein Trade ein Gewinner oder ein Verlierer wird. Ja? Der Markt muss gar nichts. Wir müssen nur sterben und Steuern zahlen. Der Markt muss überhaupt nichts. Der Markt bildet einfach nur bildlich für uns ab, wie der Orderflow ist. Und erinnert euch, der Markt ist immer eine Option und er geht von Value zu Value. Von Value zu Value. Wo ist also Value? Wenn wir jetzt diesen anderen Chart nochmal nehmen und ein bisschen kleiner machen. Hier war letztes Mal auch Value. Da sind wir schon drunter hergebrochen. Ja. Hier war Lower Edge. Ich erwarte Liquidität hier drunter. Es kann sinnvoll sein, dass wir hier einschlagen und diese Liquidität abgreifen. Garantieren gibt es für gar nichts. Jetzt gehe ich nochmal zurück zu den Fragen, wenn ich kurz darf. So, Schlusskurs für den. Also, hier ist eine super Frage vom Horst. Danke, Horst. Was bedeutet der H1-Schlusskurs für den aktuellen Short Trade? Jetzt gucke ich den H1-Schlusskurs. Hier, ich nehme an, du meinst das hier, Horst, ja, dieses Preisniveau. Der Close war hier 10592. So, hier ist übrigens auch fast identisch mit der Zone des Daily S1. Genau, Horst und ich sind wieder on the same page. Wir erwarten ja sowieso hier, dass entweder hier oder hier der Preis dreht. So, und das sieht tatsächlich nach, wir sehen es hier, wir sind mit massiv viel Volumen hier reingekommen und wir haben leider noch 55 Minuten Zeit. Was ist die Reaktion? Deshalb muss ich in eine tiefere Zeitebene gehen, um zu sehen, was ist die Reaktion. Hier sind wir mit viel Volumen eingeschlagen und die Reaktion waren steigende Preise. Das ist also 1, dann kommen wir runter. Erhöhtes Volumen, Reaktion steigende Preise, das war 2. Und das kann jetzt Nummer 3 sein, 3 Probes, ich sagte es ja. Und das jetzt steigende Preise auf erhöhtem Volumen kann tatsächlich bedeuten, dass der Short vorbei ist. Dass wir jetzt in den Long drehen würden oder könnten. Ja? 3 Probes, 1, 2, 3. Jedes Mal sind wir mit Volumen eingeschlagen und die Reaktion war ein Wegtitschen und der Markt kann das nicht ewig machen. Das Gegenargument war, immer wenn wir ein neueres Tief gemacht haben, haben wir das eigentlich auf unspektakulärem Volumina gemacht. Ja, also wenn wir dieses vorherige Swing Low gebrochen hatten. Dieses Swing Low konnten wir noch nicht brechen. Deshalb entscheide ich für mich, so wie ich den Markt lese, dass ich hier noch short bleibe, dass ich noch tiefere Kurse erwarte, aber für mich erhöht sich die Wahrscheinlichkeit jetzt, nachdem wir schon 3 Probes hatten, 3 Reactions, dass das hier nicht ewig weiterläuft und wir nennen das auf Englisch the Trade Lost Probability.
Er hat an Wahrscheinlichkeit verloren, dass wir hier eine saubere Rejection bekommen, also hier durchrauschen. Ja? Aber er lebt noch, es ist noch okay. Ja? Ich müsste also ein gegenteiliges Signal bekommen, ein sogenanntes Low-Volume-Test. Ich gehe nochmal in den 1-Minuten-Chart. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen viel mit den Begriffen etc. pp. Aber ich müsste ein gegenteiliges Signal bekommen auf dem 14er und das auch auf dem 5-Minuten. Da sind wir aber noch weit von entfernt, also noch alles okay. Auf dem 1-Minuten-Chart war das wieder ein interessanter Test von dem 14er als auch von dem 50er EMA nach Demand und wir haben kein Demand gesehen. Deshalb gehe ich weiter davon aus, dass wir noch weiter fallen. Okay. Horst, der 1-Stunden-Schlusskurs oder ob es der 5-Minuten-Schlusskurs ist oder der 1-Minute oder der 4 Stunden, versuch bitte im Sinne von einem Preisniveau zu denken und zu agieren. Das MT4, das zufällig in einem 1-Stunden-Balken abzeichnet, ist völlig arbitrary, ist völlig zufällig. Ja? Es zählen nur Preisniveaus. Also 1,06 ist ein Optionspreisniveau, ist eine psychologische Zahl. 1,06 ist so oder so wichtig. Ja? Wir haben nur die Tatsache, dass wir um die 1,06 im Moment, dass dieser Level umkämpft ist. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Ja? Wenn wir jetzt natürlich hier wegdrehen, dann wäre das sehr, sehr schade für unseren Trade, weil dann ist meine Erwartungshaltung, dass wir tiefere Kurse sehen, nicht gesehen, nicht eingetroffen. Aber a fish is a fish is a fish. Also ein 1,06 ist 1,06 auf dem 5-Minuten-Chart, auf dem 1-Minuten-Chart, auf dem 5-Minuten-Chart, auf dem 1-Stunden-Chart. Ich hoffe, das macht Sinn. Es geht um das Preisniveau selber. Es geht nicht darum, in welchem Balkenfenster die zufällige Darstellung dieses Preisniveaus stattfindet. Warte mal. Jetzt sind so viele Fragen wieder. Link funktioniert nicht. Harald sagt, ist angekommen. War der Grund des Shorts, dass der Kurs am EMA abgeprallt ist? Reinhold, das war nur ein EMA-Test. Das war nur ein Test. Wir nennen das, wir hatten einen Test hier gesehen. Wir hatten hohes Volumen, danach kam der Preis hoch und ist dann wieder abgewiesen worden. Und dieses Wiederhochkommen nennen wir Automatic Rally. Ja, dasselbe ist hier passiert, aber weniger signifikantes Volumen, Automatic Rally. Deshalb, ja, auf gewisse Art und Weise hast du recht, aber bitte mach es nicht an dem 14er EMA fest, sondern mach es an der Tatsache fest, dass du einen Test hattest nach Nachfrage. Nachfrage bedeutet Käufer. Kommen hier mehr Käufer rein? Nein, es kamen nicht mehr Käufer rein, sondern Preis fiel wieder. Was mir nur nicht gefällt, ist, dass wir einen doppelten Boden hier rausbilden gerade. Ja? Das ist das Einzige, was wirklich schade ist. Aber gut, man muss solche Trades auch atmen lassen. Und man muss sie vor allen Dingen auch in Ruhe lassen. So, Elmar. Danke dir, Elmar, für das positive Feedback. Solchen Trades, die wahrscheinlich nicht so weiterlaufen wie geplant. Bernd, ja. Bernd fragt nach Scale-Outs. Okay, ich mache es ganz kurz. Scaling in und Scaling out ist für wirklich Fortgeschrittene. Du hast einen Trading-Plan, Bernd, und du weißt, an welchen Preisniveaus du in einen Gewinner-Trade dazu skalierst, zusätzlich hinein deine Position erhöhst. Profis, Bernd, skalieren nur in Gewinner, nicht in Verlierer. Ja? Sagen wir mal, du willst 1% Risiko fahren. Der einzige Grund, dass du in einen in Anführungszeichen Verlierer hinein skalierst, ist folgender. Ich bin jetzt der Jay und ich arbeite bei Goldman Sachs und ich weiß, dass wir Kunden haben, die massive kaufen wollen bei 1,06. Okay? Damit ich diese riesen Kundenorder eingelöst bekomme, fange ich schon mal an, bei 1,06 Teile dieser Order in den Markt einfließen zu lassen. Die sofortige Reaktion, der Preis steigt. Ich mache also, weil die Order so groß ist, mir selber meinen Markt kaputt. Dann höre ich auf mit der Order, Preis kommt zurück. Dann gebe ich das nächste Drittel in meine Order rein, ja, Preis steigt, okay, ich höre wieder auf, Preis kann also wieder fallen, ja, und beim dritten Mal gebe ich die Order rein und hoffentlich habe ich als Durchschnittskurs für den Kunden dann auch seine 1,06 hinbekommen. Jetzt schalten wir um als Eigenhändler. Eigenhändler sagt, okay, super, ich will eigentlich Long Euro-Dollar sein, okay,
Draghi hat nicht so wichtig gesagt und so weiter und so fort. Fundamental habe ich ABC Gründe. Technisch sieht es so aus. Ich glaube, jetzt ist diese Gegenbewegung, ich möchte das machen. Auch hier fange ich an, einen Short-Markt zu nutzen, um an einem signifikanten Preisniveau meine Long-Order einzubauen. Und jetzt zeige ich dir Folgendes. Ich sage mir als Bankhändler, wo wären eigentlich meine Profit-Targets? Okay, die wären einmal beim Daily S1, dann beim 27er Extension und beim 618 Extension. Und dann könnte ich hingehen, und das ist der einzige Grund, dass du das so umsetzen könntest, und das ist hochgradig advanced, was ich jetzt gerade sage, ist, dass ich sage, ich riskiere 1% auf meine Idee, Long Euro-Dollar zu gehen, maximal. Und ich teile das durch 3, also 0,33% pro Position. Und meine erste Position vom Long kaufe ich hier, und meine zweite Position kaufe ich hier, und meine dritte Position kaufe ich hier. Verstehst du, was ich meine, Bernd? Es heißt nicht, dass ich dann in einen Verlierer rein addiere, sondern das Risiko, das Maximale, was ich willens bin einzugehen, ist 1%. Ich weiß aber vorher, wo ich hin möchte, und ich weiß auch vorher, wo mein Profit-Target ist, nämlich in dieser Liquiditätszone und in dieser, und dann würde ich meine Gewinne beim Erreichen meines Targets nehmen. Mathematisch macht es keinen Sinn, wenn du anfängst, in einen Gewinner-Trade Teilgewinne mitzunehmen. Das macht keinen Sinn, Bernd, das kannst du dir ausrechnen. Weil, wenn du sagst, und wir hatten heute Morgen diesen Slide gezeigt, 2:1 Chance-Risiko-Verhältnis, ja? Wenn du dann sagst, okay, ich nehme die Hälfte bei 1:1 mit, also wenn ich 1% riskiere und wenn ich 1% Gewinn gemacht habe, dann mache ich die Hälfte von meinem Trade zu. Okay, dann hast du ein halbes Prozent verdient. Und du lässt die andere Hälfte weiter laufen, ja? Dann hast du auf die andere Hälfte 2% verdient. Zusammengenommen hast du dann aber nur 1,5% verdient und nicht die vollen 2%. Du minderst somit deinen durchschnittlichen Gewinner. Und was haben wir gesehen, ist der Grund, warum der Retail-Trader langfristig kein Geld verdient, weil sein durchschnittlicher Gewinner geringer ist als sein durchschnittlicher Verlierer. Nimm dir bitte als Lektion mit von heute, wir nehmen keine Teilgewinne. Wenn du ein kleines Konto fährst, wenn du ein kleiner Trader bist, all in, all out. Der Grund, warum Teilgewinne ausgebildet wird, ist, und deshalb habe ich eine dreiteilige Serie im Traders Magazine über das korrekte Skalieren geschrieben, weil es mir so auf den Wecker gegangen ist, dass es in meinen Augen falsch, mathematisch falsch ausgebildet wird, ist wieder, und du hast es erraten, Bernd, Psychologie. Es fühlt sich einfach klasse an, schon mal ein paar Chips vom Tisch zu nehmen. Boah, Gott sei Dank, okay, ein bisschen habe ich ja gewonnen. Hallo, du bist Trader, das ist dein Beruf. Es geht hier nicht um Gewinnen oder Verlieren und Gott sei Dank habe ich ein bisschen mich psychologisch besser gefühlt. Nein, mach einen Plan, handel diesen Plan und das machst du jeden Tag. Und weißt du, wie hart das ist, wenn du 5 Monate jeden Tag zur Arbeit kommst und du hast 0% Rendite in der Tasche, weil der Markt irgendwie nicht mitspielt oder weil du irgendwie den Markt falsch liest. Das ist das Harte am Trading. Trading bedeutet nicht, Zeit gegen Geld zu tauschen. Trading bedeutet, jeden Tag seinen Prozess abzuspulen und okay damit zu sein, nicht zu wissen, wie viel Geld du in diesem Jahr verdienen wirst oder nicht. Aber weil das so wenige können, gibt es eben so viele Leute, die dir Geld anvertrauen, dass du aus ihrem Geld mehr Geld machst. Weil dieses abgebrühte, eiskalte, stets konstante, wenig volatile Handeln zu können, das bedarf eben einer Ausbildung am Anfang deines Weges und dann, danach, wenn du es einmal für dich erlernt und umgesetzt hast, kannst du von dieser Fähigkeit für den Rest deines Lebens leben, kannst es weiter beibringen, kannst es in deiner Familie weiter zeigen etc. pp. Es ist also sinnvoll, es richtig zu lernen. Ich merke aber gerade, entschuldigt bitte, die Frage war ja einfach nur, nehmen wir Teilgewinne mit? Nein, nehmen wir nicht. All in oder all out ist am Anfang das Einfachste. Puh, nächste Frage. Habe ich richtig verstanden, dass ihr jetzt schon zu lesen auf alle Anmerkungen, Anmerkungen, auf Indizes? Richtig, der Thomas fragt, Charts lesen, habe ich mich richtig verstanden, Jay? Hast du gerade gesagt, Charts lesen ist auf alle Charts anwendbar? Und die Antwort ist ja. Ja, 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 Juliet Alpha, ja. Jeder Chart ist so zu lesen. Wenn du es einmal kapiert hast, dass es eine Option ist und dass es von Balance zu Balance Area geht und dass es ein Upper Edge gibt und ein Lower Edge
und dass du den Einstieg lesen kannst und was das Volumen mit einem großen Price Candle zusammen bedeutet. Wenn du das einmal geschnallt hast, dann kannst du jeden Markt so handeln, jeden. Das will ich ja ausbilden. Mir geht es ja gar nicht darum, dir die 100.000 Millionen Trilliarden Kleinigkeiten, deshalb sagte ich anfangs, ich muss dir die 20% beibringen am Anfang, die für 80% des Erfolgs zuständig sind. Alles andere ist dann Sahne auf dem Sahnestückchen. Ja? Das brauchst du nicht, um Geld zu verdienen, aber wenn du dann diese Liebe hast, so wie ich, dann fängst du an, das akzeptiere ich ja auch, dass ich viel zu viel weiß und viel zu viel weitergeben will, ja? Aber das kommt später. Am Anfang dir einfach nur beizubringen, du gehst aus dem Seminar raus, du fährst dienstags nach Hause, du machst einen Chart auf und du kannst den Chart lesen. Punkt. Das brauchst du. Alles andere, wenn du dann anfängst, die ganze Woche Geld zu verdienen, aber freitags, nachmittags 8 Trades hintereinander machst und deine ganzen Gewinne der Woche wieder verballerst, dafür hast du mich dann als Coach, Mentor, Beistand, wie auch immer du das nennen möchtest. Ja? Darum geht es dann, daran zu arbeiten. Und das sind diese super Luxusprobleme, die wir haben wollen. Am Anfang musst du erstmal die Spielregeln lernen. Du musst erstmal verstehen, in welchem Spiel du bist, damit du überhaupt dann an deiner Technik feilen kannst. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. So, der Ingrid sagt, sie muss weg. Okay, die fand es spannend, das finde ich super. Schade, die hört mich auch gar nicht mehr. Tschüss, Ingrid. Was hat die Kurve mit den roten Kreisen zu bedeuten? Nein, das, also diese Kurve hier ist einfach nur ein 50er EMA dargestellt als Punkte. Hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich nutze auch keinen gleitenden Durchschnitt oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Darstellung, repräsentativ. Können wir auch weglassen. Du brauchst mir nur einen Chart geben, in den ich malen kann und Volumen. Mehr brauche ich nicht. Und mehr brauchst du auch nicht. Du brauchst gar nichts. Du brauchst keinen kein Indikator, nichts brauchst du. Das Einzige vielleicht, was sinnvoll für dich erscheint, und wo du sagst, damit habe ich in der Vergangenheit gearbeitet oder das macht für mich Sinn, dann nimm das mit rein. Wenn dir das hilft, nimm das mit rein. Ja? Manche meiner Charts, zum Beispiel diese hier, die sehen ja so wild aus, dass die Leute sagen, okay, der Typ hat nicht alle Tassen im Schrank. Was ist das für ein Chart? Die sind ja 1000 Linien. Ja, tut mir auch leid, dass da 1000 Linien sind, aber für mich macht hier halt alles Sinn. Ja? Aber das würde ich nie einem Anfänger zeigen und es ist auch nicht so, dass ich das brauche. Ich sollte das vielleicht auch gar nicht zeigen, weil das viel zu verwirrend ist. Aber für mich, es sind übrigens hier nur Unterstützungslinien, ne? Sonst gar nichts. Aber das sieht ja sehr, sehr wild aus. Aber habe ich den Chart heute gezeigt? Nein. Wir haben ganz normal, ich habe jeden Chart immer so angefangen und das kannst du auch nach dem Seminar. Nimm dir Eurofund, mach ein Chart-Window auf. Nimm dir einfach nur die Basics, wo sind Templates, die Basics, so, und dann legst du los. So, und dann gehst du Wochen, zeichnest Linien ein, Tag, Linien ein, eine Stunde, guckst dann, was hat Volumen wo gemacht, wie sind die Jungs, guckst auf dein Forex Factory, weißt, okay, morgen ist ja schon wieder Freitag, Wahnsinn. Morgen quatscht Frau Jellen wieder in der Nacht, aha, und dann China über Nacht. China musst du sofort schalten und sagen, China gleich Australien, okay? Wenn hier schlechte Zahlen kommen, Schwäche für den australischen Dollar. Wenn hier schlechte Zahlen kommen, schlecht für den australischen Dollar. Dann gucken wir Pfund, aha, Retail Sales wird schlechter erwartet. Von der Erwartungshaltung erstmal negativ. Und dann kommt nochmal kanadischer Dollar. Und kanadischer Dollar hast du sofort, haben wir heute gelernt, denkst du sofort auch an Öl. Dann hast du hier irgendwie so ein RAND-Squab-Ding oder so, wo du die ganze Zeit mitverfolgst. Denn das ist ganz spannend. Diese News, die tagsüber rauskommen, die nutzen die Market Maker ja, um die Märkte zu manipulieren, nach oben oder nach unten hin. Ja? Das ist ja das Tolle, dass du eben der Storyline folgst. Also du musst dir das vorstellen wie ein Buch. Du fängst an, das Buch zu lesen und im Moment steht in dem Buch, wie der US-Dollar immer stärker wurde und die Schwellenländer deshalb in riesengroße finanzielle Probleme geraten sind. Zweites Buch, was der Markt auch noch gerade liest, ist, wie die Regierung im Vereinigten Königreich von Großbritannien keine Ahnung hat, wie sie aus der EU raustreten will und es kostet Tausende von Jobs und kann unter Umständen zu einer volkswirtschaftlichen Rezession führen. Das ist das zweite Buch. Und das sind die beiden Bücher, die wir im Moment lesen. Das ist unsere Storyline. Ja? Euro ist im Moment total irrelevant. Euro ist halt Inflation ein bisschen höher, aber dann doch nicht so hoch und Wirtschaftswachstum ein bisschen angesprungen, aber im Grunde doch schlecht. Und die Arbeitslosigkeit ist katastrophal. Ich hole gleich mal den Chart raus, ich zeige uns das mal. Euro ist gar nicht die Story im Moment. Euro ist irrelevant. Ja? Im Moment gibt es zwei Stories, Pfund und Dollar. Und damit kannst du dein Geld verdienen.
Okay, jetzt weiter Frage, klasse Erklärung, wird bei anderen auf den H1 gelegt. Ja, Horst, richtig. Also das war nochmal die Frage von Horst, der sagt hier aber H1 und ich versuche es nochmal ganz simpel zu sagen. Ein Preisniveau von, wir nehmen jetzt einfach mal hier diesen Kurs, das ist ja der Schlusskurs vom H1, 86,10 ist 86,10, egal ob ich mir den Kurs im 1-Minuten-Chart angucke, das ist immer noch 86,10, außer dass ich ein bisschen feiner gucken kann, 86,10, ist im 5-Minuten-Chart 86,10, ist im 15, im 30, im 1, im 4, im Daily-Chart. Es ist immer, ja, im Daily nicht, Entschuldigung, aber 86,10 ist 86,10 ist 86,10. Das ist das Wichtige. Es ist nicht das Wichtige, dass die Kerze, das ist eine zufällige Darstellung deines Brokers und deiner Plattform. Du glaubst doch nicht, dass ich, wenn ich der größte Händler bin in Eurofund bei Citi zum Beispiel oder bei HSBC, dass ich auf einen 1-Stunden-Chart gucke. Ich gucke auf gar keinen Chart. Vielleicht müsste ich mal so eine Händlerplattform zeigen, wie das bei einer Bank aussieht. Habe ich jetzt aber nicht zur Hand, können wir in der Zukunft mal machen. Ich sehe ja nur, ich sehe ja nur Preise. Mehr sehe ich ja gar nicht. Ich sehe nur Preise. Ich weiß im Kopf als Händler, dass 86 die Figur ein wichtiges Level ist, weil ich mein Orderbuch weiß und weil ich weiß, wo meine größten Kunden kaufen oder verkaufen wollen. Das ist ja das Spannende. Ja? Und das ist irrelevant, auf welchem zufälligen MT4-Plattformchen ich das, auf welchem zufälligen Zeitfenster angezeigt bekomme. Der Markt wird von Käufern und Verkäufern gemacht, die riesengroß sind. Da werden Milliarden und Milliarden gehandelt. 5,1 Milliarden pro Tag. Pro Tag, ja, da ist das völlig Humpe, auf welchem Zeitchart ich 86 sehe. Und ich meine das nicht böse, Horst. Also das ist super, dass du diese Frage fragst. Ich habe endlos viele Leute auf der World of Trading gesehen, die Trading ausbilden, die kein einziges Mal auch nur eine Milliarde irgendwo gehandelt haben. Ich kann behaupten, weil es so war, ich habe eine Milliarde schon gehandelt. Ich weiß aber selber jetzt auswendig nicht, wie viele Nullen das sind. Eine Milliarde, so, das hat den Markt bewegt. Wenn du mal eben eine Milliarde in den Markt reinbläst, dann gibt es halt solche Bewegungen. Aber dann zu stehen auf einer Messe und dann den Leuten irgendwie eine Schabernack zu erzählen und zu behaupten, ja, und das ist jetzt so und das ist so, und du warst selber noch nie bei einer Bank, das halte ich ja für totalen Humbug. Was nicht bedeutet, jeder muss bei einer Bank gewesen sein, um Händler zu werden. Nein, überhaupt nicht. Aber bitte, dann bleibt doch Mutter bei die Fische und sagt, pass auf Leute, ich habe 0, überhaupt keine Ahnung von Fundamentals. Ich weiß noch nicht mal, was ein Bullsteepening ist. Ich habe auch keine Ahnung, was eine Korrelation ist oder. Aber ich habe hier einen Weg gefunden, hat in den letzten 3 Jahren Geld verdient. Ich weiß auch nicht warum, aber hier ist der Weg. Und wenn du, Horst, das übernehmen kannst und das selber für dich testest und du selber mit diesem Weg auch Geld verdienst, dann ist es ja Bombe, dann ist es ja total super. Aber bitte aufhören mit diesem Guru-Kult. Das ist einfach Humbug. Das ist ein Beruf, der ist genauso erlernbar wie Schmied oder Professor für Physiothermik, was weiß ich. Ja, das ist alles erlernbar und kein Hexenwerk. Es ist halt nur so, keiner bildet es mal einmal kohärent aus. Und nochmal, Geld zu verdienen, diese Skills sind relativ leicht auszubilden, langfristig profitabel zu sein, mit hohen Beträgen, da kommen wir dann schon in das Themenfeld Psychologie mit rein und das werdet ihr hoffentlich alle in eurem Leben auch noch feststellen. Wie viel würdest du als ATR Stoppabstand nehmen? Sehr gute Frage, Andreas. Ich habe mit 10 gearbeitet. Ja? Auch da möchte ich was zu sagen. Dieses Optimieren, ob 10, ob 12, ob 14. Andreas, spar dir diese Stunden abends nach der Arbeit, verbring die lieber mit deiner Frau. Es ist völlig Humpe. Ja? Mal ist es 10, mal ist es 12. Es ist doch egal. Es ist doch wurscht. Wenn du mit dem ATR arbeitest, dann ist es so, mal läuft das für dich und mal läuft das gegen dich. Ja? Viel interessanter ist, und übrigens, ich merke gerade, wie der Markt hier verreckt und wir eine Gegenbewegung bekommen. Also der Trade ist, also ist langweilig jetzt. Ja? Optimieren von Indikatoren, bitte lege nicht da dein Augenmerk drauf, sondern lege dein Augenmerk darauf, dass du dir Charts raussuchst, alte, oder du kaufst dir Forex-Tester, diese Plattform, und wenn du den Link brauchst, kann ich dir den mal schicken. Und dann fängst du an, Zeit in den Charts zu verbringen und immer wieder die Charts einzuzeichnen. Und zwar immer dasselbe Schema
F. Und dann siehst du, dass die Märkte, und deshalb ist es auch am Ende egal in einem Chart, dass die Märkte immer gleich reagieren, weil, ich sage es nochmal, es ist eine Option. Höhere Preise ziehen institutionelle Verkäufer an, niedrigere Preise ziehen institutionelle Käufer an, volkswirtschaftliche Trends hören nicht einfach über Nacht auf, Währungen sind Volkswirtschaften, die gegeneinander gehandelt werden. Das bedeutet alles nach Adam Riese, das ist Bombe. Wir können auf langfristige Trends mit einsteigen und als Trendfolger gutes Geld verdienen. Nächste Frage. So, der Bernd sagt, er macht schon Scale-In. Du Scale-Out machst, um die Kapitalkurve zu glätten. Naja, super. Nein, mache ich nicht, Bernd. Ich habe jetzt einfach mal All-In, All-Out gemacht. Ich muss auch sagen, ich persönlich mag es nicht, live zu traden, weil es meine Konzentration stört. Ich bin also nicht so konzentriert, als wenn ich hier alleine davor sitze. Aber ich möchte trotzdem den Prozess zeigen und mir persönlich ist es auch wurscht. Also ihr könnt überall traden lernen. Chris und ich haben das gemacht, weil wir uns mögen und weil wir einfach glauben, das ist einfach mal super für euch, wenn ihr ein paar Inputs bekommt, die für euch hoffentlich wertvoll sind. So, jetzt sagt der André, und dann bin ich gleich wieder durch. Eine Frage von einem Messediscount. Okay, der André fragt, danke dir für deine Frage, was denn der Discount ist von der Messediscount. Ich habe auf der Messe 10% Preis gegeben. Also diese Ausbildung kostet normalerweise bei mir, ich zeige es ganz kurz. Darf ich das kurz zeigen, Chris? Yes, sure. Danke dir. Also meine liebe Webseite auf Seminar und hier steht, ist 1.997 und dann gibt es ein Sternchen. Genau, der Schäuble will ja auch 19% haben. Und auf der Messe war der Preis 1.797, also 200 Euro Rabatt. Und es ist so, eine Übernachtung im Ausbildungszentrum von der Lufthansa kostet 79 Euro. Wenn du samstags anreist, André, dann sind wir bis Montagabend zusammen. Samstagmorgen geht es um 9 Uhr los. Und nur diese zwei Übernachtungen, also es kommen nochmal 178 Euro dazu, die übernimmst bitte du. Warum soll ich dir die in Rechnung stellen? Das macht ja keinen Sinn. Ja? Und dann kriegst du auch diese Indikatoren etc. pp. Das sollte aber nicht dein Augenmerk sein. Es wird kein Indikator der Welt dich profitabel machen. Es ist die Fähigkeit, Märkte zu lesen, die dich profitabel machen langfristig. Und ein Mentoring, dass du mich hast oder jemand anders, musst ja nicht bei mir die Ausbildung machen, an den du dich wenden kannst, der dich aber auch motiviert, deine Hausaufgaben zu machen. Also wir arbeiten mit diesen Lernschritten zusammen und wenn du die durchziehst, dann hast du wirklich den Vorteil, dass du, wie gesagt, ein, ich sage das lapidar, Trader-Gehirn in dir selber ausbildest und dass dir das hilft, langfristig profitabel zu sein. Es ist weiterhin ein harter Job. Überleg dir das gut, ob du in diesen Job rein willst, weil bis der mal so easy ist, wie er für mich ist oder den Chris, wenn du es alleine machst, hast du eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du da nie ankommst. Wenn du es nicht alleine machst, Volker, Klaus, die sind heute hier oder waren hier, die Jungs haben in 6 Monaten Trading gelernt. Jetzt sind wir nach einem Jahr, die unterhalten sich als Trader untereinander, die kommen wieder auf dieses Seminar, weil ich denen wieder Tricks und Kniffe zeige. Aber ich bin ja kein Internetmarketer. Ich verdiene mein Geld ja nicht mit Internetmarketing und werde dir sonntags abends irgendwas pitchen, dass du jetzt von mir Personal Coaching für 10.000 Euro bekommst oder so eine Scheiße. Nein, das ist ja gar nicht meine Intention. Meine Intention ist, André, wenn du das lernst und du dahingehend für dich und deine Familie eine andere finanzielle Standbein dir aufbauen kannst, dann ist das super. Aber da gehen wir ganz realistisch an. Und realistisch heißt 1-4% pro Monat. Punkt. Der Volker macht 10% in der Woche und sagt, das finde ich super. Ja, das ist Hardcore, aber das macht der Volker auch nur, weil er noch nicht mit Lehman pleite gegangen ist und weil der Schweine noch nicht durchs Weltraum fliegen gesehen hat, wie ich. Ich habe katastrophale Dinge im Markt schon gesehen. Ich war dabei, als die Towers Flugzeuge reingeflogen sind. Ich war bei dem Bombenanschlag beim Bus in London dabei. Diese Dinge habe ich alle live miterlebt. Ich bin ein Risikomanagement-Fanatiker. Ich werde niemals zulassen, dass du dein Geld verballerst. Aber wenn du ein guter Risikomanager bist, dann kommen die Gewinne von alleine, weil du bist dann im Markt, wenn großartige Opportunitäten reinkommen. So, und ich bitte dich einfach nur, wenn du das zum Beispiel Seminar buchen gehst, wenn du dann da drauf kommst, dass du bei Rabattcode einfach JFD Webinar eingibst. Dann weiß ich ja,
dass ihr heute hier dabei wart. Und wie gesagt, ich freue mich mega. 9 Plätze haben wir noch oder 8. Ist auch wurscht, aber mehr als 20 nehme ich nicht. Das ist übrigens auch interessant. Ja? Wenn ich Marketer wäre, dann würde ich ja versuchen wollen, so viele wie möglich zu nehmen. Nein, das ist doch Unsinn. Es geht doch darum, die, die kommen, profitabel zu machen. Und es geht doch darum, dass wir eine Gemeinschaft sind, wenn wir zusammen traden. Und wenn wir zusammen traden, dann ist jede Frage auch im Seminar erlaubt, jede. Und wenn ich dir 18 Mal das selber erklären muss, was ist Slippage oder was ist ein Buy-Stop versus ein Stop-Loss, dann mache ich das 19 Mal für dich, so lange, bis es sitzt. Und übrigens, diese ganzen Orders, die erkläre ich anhand von einer Tafel mit überdimensional großen Überraschungseiern, damit ihr das Orderbuch lesen lernt und damit ihr das ein für alle Mal bildlich versteht. Ja? Und dann machen wir Auktionen. Es ist sehr praxisorientiert. Aber es ist nicht praxisorientiert dahingehend, dass du Dienstag zu Hause sitzt und nicht mehr weißt, was du machen sollst, sondern das Ziel ist, du kommst Dienstag oder wann auch immer du dann noch zu Hause bist und machst den Chart auf und fängst an, den Chart einzuzeichnen. Darum geht es mir ja. Es geht mir ja darum, dass wenn ich Dienstag einen Heart Attack habe, also einen Herzinfarkt, und sterbe, dass du trotzdem noch Value aus dem Seminar gezogen hattest. Okay, Ende der Beantwortung der Frage. So, zweite Frage. Welche Erfahrungslevel sollte ich denn im Trading erreicht haben, damit die Ausbildung für mich einen Mehrwert hat? Volker war absoluter Anfänger und das Seminar besteht jetzt aus 2 Anfängern und die anderen alle sind Fortgeschrittenen. Aber, das sagte ich heute Vormittag schon mal, noch nicht langfristig profitabel. Mir wäre es sehr, sehr lieb, wenn ihr, wenn ihr es aufs Seminar kommen wolltet, einfach euch öffnet für das, was ich ausbilde, ohne es zu bewerten. Und dann besprechen wir zusammen, wie wir das, was dir gut getan hat, was du schon erfolgreich umgesetzt hast, wie wir das mit einbauen können. Der Chris ist ein Profi, er hat seinen Screenshot gesehen, er hat gesagt, der Indikator vom JS Bombe, er hat ihn inkorporiert. Der Klaus hat lange Breakouts gehandelt, hat dann gesehen, irgendwann im 4. Quartal letzten Jahres Breakouts laufen nicht so gut, nutzt den Indikator jetzt anders und ist ein Range Trader geworden, im Moment. Das sind sogenannte Transferleistungen, darum geht es ja. Und der Chris hat es heute auch schon mal gesagt, vielleicht willst du Daytrading ausgebildet bekommen, vielleicht bist du aber ein super Swing Trader. Vielleicht bilden wir aber auch Swing Trading aus und du bist aber ein Bomben-Daytrader, weil Swing Trading dir viel zu langweilig oder zu lange ist. Das sind individuelle Dinge. Ich behaupte, jeder kann aufs Seminar kommen, egal wie fortgeschritten du bist. Nur, diesmal ist es so, dass ich für die sehr Fortgeschrittenen auch sehr viel Wertigkeit bieten möchte, da die im allerersten Seminar, was nur an Neulinge vermarktet wurden, zu kurz gekommen sind. Die sind also gekommen und hatten gehofft, dass sie ein bisschen was lernen von einem Bankhändler, wie Banken in Positionen reingehen und rausgehen. Und das ist vor einem Jahr meiner Meinung nach zu kurz gekommen. Und das möchte ich dieses Mal noch besser behandeln. Ich hoffe, das war eine gute Antwort. Und Chris, keine Angst, ich habe nur noch 3. Horst sagt, das war hoffentlich nicht das letzte Webinar und ich soll ein Buch schreiben, das kauft er. Ja, wenn ich die Zeit hätte, Horst, würde ich ein Buch schreiben. Und es gibt tatsächlich einen Bedarf dafür. Ja? Ich würde einerseits ein Buch schreiben, Forex for Dummies, um die Basics mal auszubilden. Ich weiß aber nicht, ob ich die Geduld dafür habe. Und dann, der Thorsten Wagner, der Futures Trader, der mit der Eurex zusammenarbeitet, dass du diese Eurex-Händler-Lizenzprüfung machen kannst. Die Ausbildung kostet übrigens 7.800 Euro, dauert 9 Monate, geht von morgens bis abends. Jetzt sage ich dir, wie es bei einer Bank ist. Ich bin 2001 aus Amerika wiedergekommen, nach München, habe damals bei der Hypovereinsbank, die heißt jetzt UniCredit, als Trader angefangen. Und am zweiten Tag, nachdem du vor 8 Bildschirmen sitzt, alles neu für dich ist, Reuters, Bloomberg, du weißt überhaupt nichts, kommt dein Chef zu dir, knallt dir einen riesengroßen Ordner vor die Nase und sagt, das sind die Eurex-Prüfungsfragen, lern die auswendig, du hast in 4 Wochen Eurex-Prüfung, ich habe dich angemeldet. Und dann wird von dir erwartet, weil du ein Finanzstudium hast, dass du dir den Mist selber reinklopfst. Ende. Und nach 4 Wochen habe ich dann auch mit über 90% bestanden. So ist es bei einer Bank. Das ist normal. Das wird einfach erwartet. Und zwar nicht in 9 Monaten und dass der Herr Wagner dir das von morgens bis abends vorkaut und die Finanzmathematik macht. Es wird erwartet, dass du das selber machst. Du kriegst ja diese Mega-Gehälter nicht umsonst. Die kriegst du, weil du ein Vollprofi bist. Du hast schon bewiesen an einer der Top-Unis, dass du analytisch denken und rechnen kannst. Und dann wirst du in so ein Seed gesetzt und dann werden dir Hunderte von Millionen gegeben und dann ist dein Auftrag, daraus mehr Geld zu machen. Und dann lernst du hoffentlich von einem guten Senior-Trader. Wenn du nämlich keinen guten Senior Trader hast, dann wirst du auch kein guter Trader.
Das ist nämlich ein großes Problem. Bei Banken gibt es keinen Ausbildungsstandard. So, und diese Eurex-Händlerprüfung, die bringt dir nicht so viel. Ich bin mir sicher, dass Herr Wagner super gute Sachen aus seiner langjährigen Handelserfahrung damit einbaut. Aber wie gesagt, 7.800 Euro, 9 Monate von morgens bis abends. Der arbeitet wie ein Stier, der Herr. Und ich bin mir sicher, dass er eine Top-Ausbildung macht. Aber der will über Price, Action und Volume ein Buch schreiben. Das hat mir nämlich der Till gesagt, der Chef vom Finanzbuchverlag. Und das finde ich hochinteressant, weil es gibt tatsächlich im deutschsprachigen Raum noch kein Buch darüber. Und das ist aber, was wir handeln. Das ist ja genau das, was ich euch auch zeige. Es ist also schon erstaunlich. Aber es gibt Unmengen an Büchern, die dir MACD erklären oder RSI oder RSI-Divergenz oder so. Ja, das ist alles Bombe. Ich habe im Workshop auch ein RSI-Divergenz und ein Flag Trade ausgebildet. Das ist nämlich ein Lernschritt. Dann gehen die Jungs mit ihrem Tradingplan nach Hause und Mädels und handeln 100 Flags. Und dann sehen sie, oh, damit kann ich ja profitabel aus Geld mehr Geld machen. Genau, richtig. Da brauche ich auch kein Finanzmathematikstudium für oder sonst irgendwas. Das ist ein statistischer Ansatz. Dann ist nur, und erinnert euch an den Slide, den ich gezeigt habe, ich zeige ihn nochmal, wenn ich ganz kurz darf. Und jetzt flimmert es wahrscheinlich gleich wieder. Ich mache es schon direkt kleiner, hoffentlich flimmert es dann weniger. Es geht um diesen Slide. Wenn du einen statistischen Ansatz fährst, dann passiert dir das. 16 Verlierer in Folge. 16 Verlierer in Folge kann dir fast nicht passieren, wenn du den Markt lesen lernst. Das ist der Unterschied. Ja? Also du kannst ein System kaufen, du kannst, es gibt einen, ich glaube, das ist der Nummer 1 Ausbilder in Deutschland, kostet 13.500 Euro, die gesamte Ausbildung zu machen und im Grunde über verschiedene Lernschritte, ich habe mir da den Anfang mal angeguckt, es ist so, die bilden einen Prozess aus, der hat absolut Hand und Fuß, aber es sind 5 Strategien, 5 krasse Regelwerke. Ganz, ganz klare Regelwerke, nach denen du handelst. Das erste Ding ist zum Beispiel dieser uraltbekannte Morning Range Breakout Trade. Also der ist so alt wie der Weihnachtsmann vom Bart her. Das Problem ist nur, 2014 hat das Ding super Kohle gemacht, 2015 auch und 2016 hat das mega Verlust gemacht. Oh, interessanterweise wird über das Jahr 2016 und die Performance von dieser Strategie nicht gesprochen. Und da sage ich, lass uns doch einfach ehrlich sein. Lass uns doch einfach sagen, pass auf, das ist eine Strategie, die hat ganz harte Regeln. Entweder die macht dieses Jahr Geld oder nicht. Das wissen wir nicht. Wenn du aber den Markt lesen lernst für dich und du eben dieses Optionsprinzip verinnerlichst, dann wird es schwer, bei einer Strategie 16 Verlierer in Folge zu machen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage auch nicht, dass du jeden Trade einen Gewinner hast. Auf gar keinen Fall. Ja? Ich sage einfach nur, wenn du der Storyline folgst und die Story sich auf einmal ändert, dann siehst du das in den Charts und dann gibt es auch keinen Grund, dass du mit genügend Erfahrung dann auf deinem ultraharten Regelwerk bestehst, weil den Markt lesen eben eine Fähigkeit ist. Aber du kannst natürlich auch ein Portfolio fahren über verschiedene Anlageklassen mit 5 verschiedenen Strategien und dann schaust du, das machen ja viele Hedgefonds so, dass am Ende des Jahres eben aus diesem Portfolio verschiedener Risiken, die du eingegangen bist und Strategien, die du gefahren hast, ein positiver Wert rauskommt. Ist absolut legitim. Ist absolut legitim. Also es liegt dann an dir, ob du die eine oder die andere Sache eher präferierst. Ich sage nur, den Markt lesen schließt nicht aus, dass du auch jegliche Strategie noch erfolgreicher umsetzt. Ich sage den Satz nochmal. Den Markt lesen lernen schließt nicht aus, dass du jede Strategie, die du einsetzt im Markt, nicht noch profitabler umsetzen kannst. Ja? Ist also positiv für dich, wenn du die Fähigkeit, den Markt zu lesen, für dich erlernst. Flaggen, Wimpel spielen bei dir keine Rolle. Horst, richtig, ich sehe jede Flagge, ich sehe jeden Winkel, ich kann dir auch Elliott Wave sagen und in welchem Wave Count wir sind, wobei ich kein Elliott Wave Pro bin, ja, sage ich auch gar nicht. Ich versuche es so simpel wie möglich zu halten, weil ich selber 16 Jahre bei einer Bank saß und wir da auf keine Wimpel und keine Flaggen gucken. Wir gucken auf Preisniveaus. Preisniveaus sind Zinsen und Zinsen sind der Preis für Geld und Geld ist in Venezuela im Moment billiger als in USA. So simpel ist das. Long Dollar, Short Bolivar als Beispiel jetzt. Ja?
Türkei ist in einer grottenschlechten Verfassung, da macht sich gerade einer zu einem Diktator, ändert das Parlament in ein Präsidialding um. Wenn du dir Euro-Türkei anguckst, können wir uns mal kurz angucken. Das meine ich eben, das sind, oder Dollar-Türkei, das sind fundamentale Geschichten, die sich nicht einfach von heute bis morgen ändern. Wieso hat er das jetzt nicht gemacht? Wo du ein Schweinegeld verdienen kannst. Das hier, ja, ich weiß nicht, wann das erste Mal du in der Tagesschau abends davon gehört hast, dass irgendwie in der Türkei ein Militärputsch war. Das hier bedeutet, der Dollar wird stärker und die türkische Lira wird billiger. Ja? Und das hier, meine Freunde, ist Free Money. Das ist Kohle umsonst. Ja? Es gibt keinen Grund, warum du das türkische Lira nicht anschorten sollst. JFD bietet dir die Möglichkeit, also tue es. Du musst halt nur gucken, was der Roll ist. Da die Währungszinsen in der Türkei wesentlich höher sind als im US-Dollar, ist es so, dass sich diese Short-Position, also Long-Dollar, Short-Turkey, dann verdienst du die Übernachtzinsen im US-Dollar und zahlst aber die Übernachtzinsen im türkischen Lira. Das heißt, diese Position kostet dich jeden Tag negative Carry, so nennen wir das. Aber die Kursgewinn ist hoffentlich so hoch, weitaus höher als deine negative Carry und deshalb ist dieser Trade für dich profitabel. Ja? Aber ganz ehrlich, wenn ihr so einen Chart seht, habt ihr da nicht Bock, die Finanzzeitungsteil nochmal von eurer Zeitung nochmal doppelt zu lesen? Ja? Guckt doch nochmal rein, was in Bolivien gerade los ist oder was mit dem russischen Rubel ist oder was der Ölmarkt macht und welche Volkswirtschaft ist eigentlich stark abhängig vom Öl. Ja? Das ist doch was so Geiles an diesem Beruf. Du liest was und denkst dir, ey, stimmt, Mexiko, wenn der echte, der Trump da jetzt irgendwie Strafzölle macht, dann hat er Mexiko ein echtes Problem. Schwuppdiwupp, gehst auf deinen Chart, guckst dir an, wo ist US-Dollar gegen Mexiko und überlegst dir, kann ich da nicht einen Trade draus machen? Und das finde ich so Weltklasse an diesem Beruf. Das ist großartig. Es sind nicht mehr Nachrichten abends um 8, es sind Opportunitäten, um Geld zu machen. Nur das bringt dir halt keine Sau bei, weder an der Uni noch sonst irgendwo, weil es nicht ausgebildet wird. Ja? Nein, stattdessen sagen die, guck auf den Euro-Dollar und werd ein Superstar im Euro-Dollar oder lern den DAX handeln. Was interessiert mich denn der scheiß DAX, der seit 10 Wochen um die 10.000 handelt? I don't give a shit, ob der da drüber oder drunter ist. Das ist doch gar nicht die Opportunität, wenn ich Free Money machen kann, wenn ich den türkischen Lira anschaute. Entschuldigung, ich hab mich wieder in Rage geredet, aber das ist es halt, warum Trading so cool ist, weil du dir deine eigenen Gedanken machst. Deine eigenen. Es geht doch nicht darum, mir zu folgen, es geht nur darum, ich will es einmal lernen und danach will ich mir meine eigenen Gedanken machen. Und wir haben eine Gemeinschaft, in der wir zusammen traden und zusammen Kohle verdienen können. Und das ist halt super spannend. Wir fangen an mit den Majors, diesen 8 großen, und danach schauen wir, was es eben noch für Möglichkeiten auf der Welt gibt. Entschuldigt bitte, dass ich mich in Rage geredet habe. So, Klaus ist noch da. Peter bedankt sich. Versteuerung von Gewinnen. Gibt es eine Empfehlung für einen Steuerberater, der selbst Trader ist? Ja, meiner. Würde ich dir sagen, Tahir, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, schreib mich an, sage ich dir den. Der Typ ist Weltklasse. Weltklasse. Hat mir mein Freund, der seinen eigenen Hedgefonds fährt, seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren, hier aber aus Frankfurt raus, der hat mir den empfohlen. Der Typ ist richtig gut. Der Funke ist übergesprungen. Top. Werde Demokonto öffnen. Tschüss. Tschüss, Peter. Achso, du bist schon weg. Alles klar. Cool, freut mich. Servus, Burm. War ein super Seminar. Besten Dank bis zum Seminar. Klaus kommt. Herrlich. Ist auch leider weg. Viel zu selten Klartext hört. Danke, Horst. Genau das möchte ich hören. Mike, danke für die ausführlichen Antworten. André. So, Fragen abgearbeitet. 16.45 Uhr. Was macht eigentlich unser Trade? Kann ich eh nicht ändern, was er macht. Lass uns gucken. Wo ist er? Ja, dümpelt im Niemandsland rum. Ja, schade, hätte ich halt super cool gefunden. Jetzt hat ja eben der, was der Horst über Wimpel gesprochen oder so, ja, kann ich dir natürlich einzeichnen, wenn du das möchtest. Das ist ein sogenanntes Triangle hier, ja, und das löst sich entweder nach oben oder nach unten auf. Was sagt unser Indikator? Unser Indikator ist hier, der sagt, Dollar sieht stärker, aber Euro eben auch. Ja? Also die Bewegung kommt aus der Euro-Erholung, der Dollar ist weiterhin stark, sehr, sehr schade. Ja? Hätte ich halt super Marketing-Gag gefunden, wenn das Ding jetzt hier eingeschlagen hätte, aber der Prozess war hoffentlich für euch deutlich zu sehen. Ja?
und der Prozess ist immer gleich. Also das ist jetzt egal, ob wir jetzt heute Öl gehandelt hätten oder sonst irgendwas. So, Holger, schade, dass du nicht kommen kannst, hätte dich gerne dabei. Manfred, danke für das Lob. Gerd, danke. Kann das Webinar weiterlaufen? Erdöllagerbestand, da gucken wir uns dann lieber mal Öl an, parallel, wenn das Ding reinkommt und es kommt in der Viertelstunde. Chris, möchtest du noch was sagen, mein Lieber? Ich habe jetzt sehr, sehr viel gequatscht. Wie sieht es aus? Bist du noch da? Du, ich habe die ganze Sache, habt ihr, wie gesagt, die Bühne geschenkt. Insofern auch, das siehst du ja auch an dem Feedback. Die Leute sind auf jeden Fall beeindruckt von dem, was rüberkam. Das war ja genau das, worum wir auch das Webinar so angepriesen haben. Und ich hoffe auch, den einen oder anderen da jetzt abgeholt zu haben. In vielerlei Hinsicht, ja. Also ich meine, es gibt jede Menge Taktiken, es gibt jede Menge Rules. Aber ich sag mal, das Lesen der Charts ist schon das A und O. Und wie man das machen kann, wie gesagt, das hat Jay, denke ich, sehr, sehr gut heute rübergebracht. Es gab viel, sag ich mal, Wahrheit, wo keiner drüber spricht. Das ist sicherlich was der ein oder andere verdauen muss, aber letztlich ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man hier auch mal hinter die Kulissen schaut, die es da so gibt, so zahlreich. Und wie gesagt, das Feedback ist enorm gut. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt es auch dem Kundenservice ruhig mal Feedback, sodass wir den Jay auch über einen anderen Kanal nochmal einladen können. Wie gesagt, ich lese hier viel, viel Feedback, so viel gab es selten. Deswegen ruhig mal kurz eine Mail an den Kundenservice @jfdbrokers.de nach dem Motto, super Webinar heute, gern wieder mit Jay, Dass wir da, ich weiß um Jay Qualitäten, kann ihn da auch nur anpreisen und will, wie gesagt, da Jay weiß, was er tut, sicherlich auch einer der ist, der auch dann sicherlich mit einem Broker, den er dann vom Management her noch besser kennengelernt hat, sicherlich dann auch noch mehr anfangen kann als bis jetzt schon. Insofern denke ich, da sind viele, viele Schnittstellen, die sich dann letztlich nur noch gewinnbringend umsetzen lassen können. Und wichtig ist nur eins, da haben wir beide Interesse dran, dass ihr genau auf der Erfolgswelle schwimmt und sozusagen an den Märkten Geld verdient und keine sozusagen Geld rausschmeißer seid, aber der Prozess dessen, wie viel übrig bleiben, ist nun mal knallhart. In einem großen Auditorium von 100 Leuten bleiben letztlich nur 5 übrig, wo es wirklich gelingt. Die anderen scheitern an der Psyche, an diversen anderen Umständen. Wir wollen das gar nicht so vertiefen. Die Erdöl-Lagerbestände, was jetzt reinkommt, denke ich, werden nicht das Brett sein. Das ist ja die Rohöl-Lagerbestände am Mittwoch 16.30 Uhr, die immer die große Welle ausüben. Ich denke, das ist heute nicht mehr so der Knaller. Wir sind auch schon heute jetzt wieder 3 Stunden am Start anstelle der geplanten 2. Nee, Quatsch, 2,5, sind 2,5, sorry. Genau, wir haben ja 14.15 angefangen, nicht 13.45. Aber wir sind auf jeden Fall über das Maß hier, sage ich mal, engagiert. Und ich denke mal, es wird nicht das letzte Webinar gewesen sein, was wir mit dem Jay gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall auf das zahlreiche Erscheinen von euch, sowohl vormittags als auch nachmittags. Es war eine gute Entscheidung, wie ich das feststellen darf, Jay einzuladen. Und es wird auch eine sein, mit Jay weiter irgendwas zu machen. Das heißt, wir werden hier in Verbindung bleiben. Du sagtest heute Morgen schon, wie gesagt, Schicksal, Zufall. Wie gesagt, es fällt uns zu, weil wir geerntet haben. Das, was wir vorher ausgesehen haben. Insofern, wenn ihr ernten wollt, was ihr seht, dann ist es einfach nur das, dass ihr lernt, wie ihr Charts lest, ohne euch vom Mainstream da manipulieren zu lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben so ein Stück weit eben auch die Aufklärung erfährt. Jay, ich sage vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Wir werden gesagt, das Webinar jetzt ändern. Ich habe schon einen Termin um eine halbe Stunde schieben müssen. Das ist aber nicht das Thema. Das war es mir auf jeden Fall wert und wichtig auf jeden Fall, euch da den Einblick zu bieten, den ihr auch heute bekommen habt. Das war, wie gesagt, sehr, sehr schön. Das Feedback super. Gibt es das, wie gesagt, an Kundenservice. Den Skill, in den Discount, den der Jay angeboten hat, der gilt. Mein Skill gilt in Sachen Live-Accounts. Ansonsten nur gesagt, Demo-Konten, testet uns auf Herz und Nieren. Und ich sage jetzt eigentlich, und dann sage ich nur noch sozusagen den Überleiter zu Jay, der darf sich nämlich dann verabschieden. Ich sage jetzt einfach danke fürs heutige Dabeisein. War echt eine Brett an Webinar, das Auftaktswebinar 2017. Und ich kann euch sagen, wir haben noch einiges, sage ich mal, in petto, was 2017 kommt. Vielleicht sogar noch mit Jay in Kooperation. Das werden wir mal sehen. Aber grundsätzlich, lasst euch da mal überraschen. Es ist ja schon angedeutet worden, dass wir auch Multi-Asset werden. Das heißt, ihr dürft in wenigen Wochen, Monaten maximal auch reale Aktien und auch Futures über JFD handeln. Das heißt, wir sind nicht nur ein FX- und Forex-Broker, sondern dann tatsächlich auch an dem größeren Markt interessiert. Und das wird eine Erneuerung sein, neben vielen, vielen anderen Sachen wie weitere Plattformen. Das muss man aber alles kommen lassen. Lasst euch überraschen, bleibt uns treu auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein. Jay, ich überlasse dir mal das Abschlusswort. Bitte nur 2 Minuten maximal. Freue mich auf jeden Fall auf eine Fortsetzung. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und auch wenn du heute kein Geld verdient hast, ich glaube, der ein oder andere hat sich für dich
oder von dir begeistern lassen und da kommt bestimmt noch ein Vielfaches zurück. Insofern sage ich jetzt danke an euch Teilnehmer, danke an Jay und ich überlasse dir mal das Schlusswort. Und wenn du dann sagst, Finish, dann würde ich das Webinar auch abschalten. Grundsätzlich Webinar, wo ihr das finden könnt, dann auf YouTube, unserem JFD-Channel. Ich stelle ihn direkt mal rein und dann haben wir es auch schon für heute. Jay, das Wort ist dir. Also, ich habe mich im Februar letzten Jahres, als ich dieses Webinar als Test gemacht hatte, Seminar gegeben habe, hatte ich nachher 31 Leute, die sich abends hingestellt hatten und sich alle mit Handschlag verabschiedet hatten. Da sind mir echt fast die Tränen gekommen, weil du als Trader und Investmentbanker in einer ziemlichen Arschlochwelt lebst und nur kämpfst. Ja? Du hast immer Druck, du musst immer Geld verdienen und das Menschliche war verloren gegangen. Ich habe aber mit sehr viel Herz und Seele und Liebe bin ich bei meinem Beruf. Und ich habe das heute schon mal gesagt, ich bin leider kein Krankenpfleger oder kein Arzt. Ich kann halt nur das. Aber das kann ich ziemlich gut und das mache ich mit Herz und Seele und ich bin extremst ehrlich. Es geht mir nicht darum, irgendwen abzuzocken und ich lebe auch bestimmt nicht von den 2000 Euro, die dieses Seminar kosten. Aber es sind Menschen, die ich kennenlernen darf, mit denen ich eine Verbindung aufbaue. Und auch heute, dass ihr hier wart, dass ihr geblieben seid, dass ihr Fragen gestellt habt, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr meine Art auch entschuldigt, wenn ich manchmal schimpfe oder ich bin halt so. Ja? Ich fand das super großartig, dass ihr dabei wart. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Und ich kann ja noch einmal hier die Kamera anmachen für uns, um euch dabei in die Augen zu sehen. Wobei ich dann wieder nicht weiß, wie ich mich sehe. Du sagst mir einfach, Chris, ob man mich sieht oder nicht sieht. Doch, perfekt. Sieht man, okay. Dann sage ich es jetzt so, weil so bin ich erzogen worden. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Chris, von mir ein großes Dankeschön an dich, dass du mich eingeladen hast, um mich ein bisschen bekannter zu machen. Wie gesagt, diese Unternehmung gibt es seit Mitte November erst, ja, seit 8 Wochen. Ich habe unheimlich viel Freude daran, dieses Trading, darüber zu reden, das auszubilden, zu quatschen. Ja, das macht mir einfach Spaß. Und wenn es euch hilft, dann finde ich das großartig. Also, wenn der eine oder andere kommen mag, dann sage ich, bitte kommt. Es ist so schön da. Wir haben richtig Spaß und Freude. Wenn ihr heute einen Mehrwert hattet, das finde ich klasse. Abonniert mich doch auf dem YouTube-Kanal und helft mir doch einfach durch eure Fragen, das, was ich baue, helft mir dabei, das besser zu machen. Ich will immer besser werden als Trader, als Mensch, als Mentor, eben auch in dieser Unternehmung. Ich möchte eine Unternehmung bauen, wo Leute sagen, das ist echt sinnvoll, das ist klar strukturiert, das macht Sinn, jetzt habe ich es verstanden, das hat mir geholfen. Ja? Das ist die ehrliche Intention, das ist alles. Und deshalb, ich war selber bei vielen Webinaren, und glaub mir, bei der Bank sitzt du ab 19 Uhr in Meetings. Die sind fast ausschließlich scheiße, diese Meetings, weil nichts und nichts dabei rumkommt. Der Chef hört sich gerne quatschen, dann muss der natürlich noch was sagen und der muss eigentlich nochmal genau das sagen, was die anderen zwei gerade gesagt haben, aber einfach, dass er auch was sagt. Und dann ist es 8 Uhr und du denkst dir, warum muss ich hier sitzen? Warum muss ich schon wieder einen Businessplan bauen, wie wir nächstes Jahr mehr Geld verdienen sollen? Das weiß ich doch eh nicht. Ich kann nur mein Bestes geben. Ihr kennt das vielleicht aus euren Firmen. Und das ist das Coole am Trading. Wenn du in den nächsten Jahren dir diese Fertigkeit aneignest und du im nebenberuflichen Trading Geld verdienst, dass du eben es auch unter Umständen der ein oder andere von uns hauptberuflich machen kann, darf oder würde. Und das gibt dann ein Leben, was selbstbestimmt ist, was aber ganz andere Herausforderungen hat, weil wenn du dann keine Freunde hast, dann sitzt du nämlich alleine vor den 8 Bildschirmen und dir stinkt langweilig. Umso cooler, euch kennenzulernen und mit euch zusammen diese Passion zu teilen. Das wollte ich nur sagen. Also danke euch, dass ihr dabei wart. Ich habe selber viele Webinare gemacht, die waren stinklangweilig. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht. Mir hat es sehr viel Freude gemacht. Danke für eure Aufmerksamkeit und euer Mitarbeiten. Und ich freue mich, wenn der ein oder andere mit mir und uns näher in Kontakt tritt, ich euch vielleicht persönlich kennenlernen darf. Chris mag ich als Mensch. Ich wollte immer independent bleiben von irgendwelchen Brokern. Ja, das ist der wilde Westen. Aber JFD hat hier einen interessanten Businessmodell, das es in der Art und Weise noch nicht gab. Und weil ich den Chris als Mensch mag, habe ich gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und deshalb nochmal danke für die Einladung, lieber Chris. Du bist schwer in Ordnung, du bist auch eine ehrliche Haut und du kannst auch was. Und deshalb freue ich mich, mit kompetenten Menschen zusammenzuarbeiten, weil das habe ich im anderen Berufsleben genug, dass meistens die Typen über einem nicht so kompetent sind. Und das hat mich immer geärgert. Und Trading ist sehr ehrlich dahingehend. Ja? Du bist dein eigener Risikomanager, aber auch dein eigener Chef,
aber du musst doch dein eigener Motivator sein. Autodidaktisch das zu machen, nicht so leicht. Wir lernen es in der Bank von einem Senior Trader. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt es doch. Wenn es euch Freude macht, ja, ich liebe es. Und diese Passion teile ich sehr gerne mit euch. Und das ist quasi mein Wort zum Sonntag. Danke nochmal, dass ihr hier wart. Es hat sehr viel Freude gemacht und vielen Dank für euer authentisches und ehrliches Feedback, was mich als Mensch berührt. Und dafür danke ich euch. Macht's gut, ihr Lieben. Ich sage jetzt von meiner Seite aus Bye-bye und erlaubt mir das, einen herzlichen Gruß an meine Trader nochmal zu schicken. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch, über den Weg, den ihr gegangen seid. Und es ist mir eine Ehre, dass ich euch das Trading beibringen durfte. Danke sehr, bis bald, euer Jay. Bye-bye. Sau stark. Kann man nichts mehr dazu sagen. Das mit der Kamera ganz kurz noch, das werde ich übernehmen, Jay, als Begrüßung und Verabschiedung. Sehr, definitiv ein Like dahingehend, dass man das nochmal persönlich macht. Gute Schule, gute Education, super Webinar, das Feedback ist echt super. Genauso habe ich mir das gewünscht, ein super Start ins Jahr. Ganz, ganz fantastisch. Insofern haben wir es jetzt. Vielen, vielen Dank, liebe Teilnehmer. Doch noch auch von mir, ich kann es mir nicht nehmen lassen. Ich muss jetzt noch meinen Senf dazugeben. Es war einfach Weltklasse und insofern, ich denke, wenn wir noch ein bisschen was gemeinsam machen, wird das nur noch besser und noch geiler. Also jetzt euch allen schönen Feierabend mit dem, was unser Jay heute verbraucht hat in Energie, hat er sich den redlich verdient. Also meine große Anerkennung dahingehend nochmal. Und auf bald in dem Sinne an alle und vergesst eins nicht, haltet euer Risiko im Griff. Auf bald, beste Grüße, euer Chris und Jay natürlich. Bis bald. Ciao dabei. Ciao, ciao.